Deutschland, dass ich den deutschsprachigen Raum und eine keine Krawatte. Oder zumindest das für uns hilft die Krawatte nicht. Wie wir zusammengekommen haben heute, trotz dem Schnee. Wir möchten den Familienforum willkommen heißen. Oh, danke schön. In der Person von Josef Gundacher und Lilly und Manfred Hauser und Monika. Ja. Und morgen geht es auch noch weiter. Und ich möchte jetzt, ohne zu stoppen, den Josef Gundacher zu uns einzuladen, dass er die Abend darstellt und das Wochenende. Und bitte einmal einen Applaus für den Josef und danke. So, es ist mir eine ganz besondere Freude, heute hier in Salzburg zu sein. Und es wäre eine interessante Geschichte, wie das zustande gekommen ist, so ganz aus heiterem Himmel. Hat plötzlich gesagt, glaube ich, vor 3 Wochen bei der Frauenföderation, die hatten ein Planungstreffen für eine Veranstaltung auf der UNO und da bin ich auch hingekommen und dann bin ich bei meinem Freund gesessen, der ursprünglich angedacht war, dass er ein Seminar hält hier. Und die Elisabeth sagt, und der hat keine Zeit, der ist in Deutschland. Und die Elisabeth sagt, ja, dann machst das du, Josef. Und ich sage, Moment, was? Ich verstehe nicht, was hast du eigentlich vor? Was willst du eigentlich? Okay, aber es ist so weit gekommen. Und für mich ist es auch eine ganz besondere Freude, auch jemanden vorzustellen, dass er. Ich glaube, wir kennen uns jetzt. Wie lange kennen wir uns? Viele Jahre schon. Viele Jahre. Viele Jahre. Ja. Ja, sicher schon. Sieben Jahre? Ja. Also, wir haben uns eigentlich also über Familiennetzwerke kennengelernt. Die Frau Magister Nachmann ist ein sehr, sehr treuer Unterstützer des Familienforums, also des Familiennetzwerkes, muss ich sagen, also, oder ach, noch immer. Momentan ist es ja nicht mehr so. Aber es ist mir wirklich eine sehr große Freude, dass wir uns hier wieder treffen können. Zu dem heutigen Abend möchte ich eines also sagen, ich habe ganz bewusst also ein Thema gewählt, eigentlich ist ein sehr, sehr wichtiges, aber auch ein sehr sensibles Thema und ich habe es auch deshalb ganz besonders so definiert, und zwar warum Eltern die besseren Kinderbetreuer sind. Und wieso ich speziell die Elke Nachbarn heute eingeladen habe, war nicht nur, weil ich sie schätze als Hausfrau und Mutter oder auch die auch im öffentlichen Leben sehr, sehr aktiv ist oder für die Familie sehr aktiv ist, sondern weil sie auch eine ausgebildete Kursleiterin, wie habe ich da geschrieben, Referentin und Diplom-Kursleiterin am Neufeld-Institut für Entwicklungspsychologie und Bindungswissenschaften ist. Ich habe selber, also ich habe es nicht so weit gebracht, dass ich zu einem Kursleiter, aber ich habe 2 Intensivkurse gemacht. Und was mir von diesen Kursen, was ich auch immer wieder erwähne, was mich wirklich
berührt, waren er schon am Buch, das der Neufeld geschrieben hat, das Buch, das er geschrieben hat, ich habe es jetzt nicht mit, also der Heuer, heute, das heißt, unsere Kinder brauchen uns. Als Eltern, unsere Kinder brauchen uns. Ja. Und was mich dann im Buch, und das im Buch wirklich irgendwo zutiefst berührt hat, war ein Satz, ich weiß nicht genau, ist das die 14., 15. oder 16. Kapitel, wo er gesagt hat, wo er schreibt, die Beziehung zum Kind ist heilig. Mhm. Und man muss sich das wirklich einmal so richtig auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Und deshalb möchte ich dich jetzt begrüßen und danke, dass du gekommen bist und uns über diesen Neufeld-Ansatz einiges vermitteln wirst. Dankeschön, bitteschön. Herzlichen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank für diese sehr liebe Begrüßung. Ich freue mich sehr, dass ich heute, dabei stehe ich jetzt ein bisschen davor, das tun wir jetzt nicht, bei Ihnen sein darf und Ihnen ja, ein bisschen einen Einblick geben darf. Vielleicht gleich dann vorausgesehen, natürlich, wer ist dieser Herr Neufeld, um den es da geht? Bei wem habe ich da studieren dürfen, du studieren dürfen, zwei Intensivkurse, und die sind ja wirklich sehr intensiv, also da hast du einen sehr großen Teil der Ausbildung ja damals schon hinter dich gebracht, also zumindest die Kurse, diese ersten großen Teile im Studium, wo man eigentlich einen totalen Einblick bekommt, was da eigentlich alles mit reinspielt. Ich habe dann noch die alle anderen auch noch dazu gemacht, weil es mich einfach so derartig fasziniert hat. Wie bin ich dazu gekommen? Wer bin ich? Zuerst einmal Elke Nachtmann. Ich bin seit eineinhalb Jahren jetzt tatsächlich Salzburgerin, war vorher Niederösterreicherin. Von meiner Geburt her werde es manche hören, bin ich Oberösterreicherin. Also vom Dialekt her spreche ich noch den oberösterreichischen Dialekt ein bisschen. Ich bin seit eineinhalb Jahren jetzt von Niederösterreich, haben wir nach Salzburg gezogen, ich und meine Familie, bin verheiratet und habe drei Kinder, habe es vorher da schon kurz von der Leinwand herunter lächeln sehen. Meine Kinder sind jetzt da, damit ihr wisst, wo ich da unterwegs bin. Mein Sohn ist 12 Jahre alt, meine mittlere Tochter 10 Jahre und meine jüngste ist jetzt 7 Jahre alt geworden. Also bin da so mittendrin in der Erziehungsaufgabe und das gefällt mir so, wenn dann Josef mich auch so vorstellt, weil das sehe ich auch selbst so, das ist meine Hauptaufgabe und auch meine Profession. Man kann es nicht mit einem Beruf vergleichen, weil das ist es nicht. Das ist meine Profession, auch Mutter zu sein, Hausfrau zu sein und ich bin es gerne. Ich bin auch gerne Ehefrau. Also das sind die Wertsäulen in meinem Leben und habe aber mich immer wieder auch für Familie engagiert. So bin ich da auch dazugekommen. Und da haben wir uns auch kennengelernt im Familiennetzwerk im Österreichischen, das ist so damals eine gegründete Plattform. Ich glaube, du warst auch Gründungsmitglied. Wir waren so die Ersten damals, die sich da zusammen... Ganz das einfach dabei, aber da eigentlich von Anfang an. Genau, also das war eigentlich damals so die Beginne vor einigen Jahren, dass man gesagt hat, wir wollen uns eigentlich alle zusammenholen aus Österreich. Aus Deutschland damals waren viele Leute dabei. Aber wenn wir sagen, wir wollen Familie wieder auch mehr thematisiert haben und auch vom Wertekontext her. Was ist Familie? Wie wichtig ist es? Und in dem Zusammenhang auch Elternschaft. Das ist in der heutigen Zeit ja sehr angegriffene Geschichte, unsere Familie. Und wir spüren aber, der Josef, da merke ich immer wieder in vielen Gesprächen und aber auch viele Mitglieder des Österreichischen Familiennetzwerks haben das gespürt, dass die Familie in Gefahr ist. In der gesamten westlichen Welt, das ist nicht nur so in Österreich, wie wir das empfinden. Und wir empfinden das als so schlimm eigentlich, dass wir sagen, wir müssen einfach uns auch wirklich engagieren, dass wir da Gegensituationen einnehmen und das nicht einfach so zulassen können, weil es so diametral wichtig ist für die ganze Menschheit. Das bin ich absoluter Meinung, also nicht nur für Österreich, nicht nur für Europa, nicht nur für die westliche Welt, sondern für die gesamte Menschheit. Also deswegen ist es, glaube ich, eigentlich die Grundlage, warum wir uns so sehr damit beschäftigen und habe diese Grundlage eigentlich und das Gefühl, was ich da gehabt habe, eigentlich dann in diesem Wissen wiedergefunden, auf einer wissenschaftlichen Basis. Professor Gordon Neufeld ist Universitätsprofessor an der British Columbia Universität in Vancouver, also ein Kanadier, ist selber
vierfacher Vater und fünffacher Großvater, das sagt er immer gleich dazu, damit man gleich weiß, er kennt sich aus. Ja? Er ist Entwicklungspsychologe, kommt aber auch von der Naturwissenschaft, also er war ursprünglich Mediziner. Und das also mehrfach Studien da geleistet und ist dann Universitätsprofessor geworden, hat 40 Jahre gearbeitet mit hochdelinquierten Jugendlichen, das heißt, die auf die schiefe Bahn gekommen sind, die in den Strafgefängnissen in Nordamerika, also in den USA und in Kanada gearbeitet und hat da diese Jugendliche betreut, das, wir würden so sagen, in Österreich ganz schön schwere Brüder und Schwestern waren, also das sind schon Jugendliche gewesen, die durchaus auch schon Menschen getötet haben und so weiter. Mit diesen Jugendlichen hat er gearbeitet, 40 Jahre, und hat da auch sehr, sehr viel Wissen herausgezogen aus dieser Arbeit, also dieser direkten Arbeit mit sehr auf die schiefe Bahn gekommenen Kindern und Jugendlichen. Das hat auch seine Arbeit geprägt, kann man sagen. Und er ist aber dann auch jemand gewesen, der gesagt hat, es bringt mir nichts, wenn ich zwar jetzt Universitätsprofessor bin und dann natürlich hochtrabend von meinen Studenten dieses Wissen weitergeben kann, auch eine wichtige Sache. Aber noch viel wichtiger wäre es, dass es zu den Menschen kommt, die eigentlich für die Kinder wirklich da sind. Das sind die Eltern. Das sind die Menschen, die mit Kindern täglich zu tun haben. Natürlich auch Lehrer, keine Frage, und Betreuer. Aber ganz, ganz wichtig ist es bei den Eltern. Und er hat dann ein eigenes Institut gegründet, das Neufeld-Institut, um dieses Wissen nicht nur jetzt an Studenten, an der Universität weiterzugeben, sondern eben auch ganz bei den normalen Menschen da draußen, so wie du und ich, und bei den Eltern speziell auch dieses Wissen hineinzubringen. Und er sagt, das ist so wichtig, weil viel wichtiger für die Entwicklung unserer Kinder und natürlich der zukünftigen Generation ist diese Bevölkerungsgruppe, das sind die Eltern. Und deswegen hat er sich da speziell damit beschäftigt auch, hat ein Buch geschrieben, das innerhalb von 14 Tagen in Kanada Bestseller war. Das heißt eben Hold on your kids auf Englisch und unsere Kinder brauchen uns. Ist wirklich in Amerika, auch in den USA sehr bekannt geworden. Gordon Neufeld ist eigentlich in Nordamerika eine sehr bekannte Persönlichkeit. Der war schon in alle möglichen Fernsehshows und so weiter auch, muss man dazu sagen. Also da kennt man ihn, dann kennt man den Namen Neufeld. Bei uns in Europa ist er noch nicht so bekannt. Das ändert sich gerade, wie ich das immer wieder merke. Er ist allerdings auch Berater der Europäischen Union schon gewesen. Oder ich glaube, es ist immer noch, ich weiß nicht, ob er noch in einem Ortskreis drinnen sitzt. Muss ehrlich sagen, müsste ich ihn einmal nachfragen. Er war Berater verschiedenster Regierungen in Europa schon, gerade kürzlich einmal. Ich weiß nicht, ob es Ihnen so bekannt worden ist. In Schweden haben auch die Vorstädte gebrannt. Hat es Jugendrevolten gegeben, hat das medienmäßig in Europa gar nicht so sehr an die große Glocke hängen wollen, wenn im großen Sozialstaat Schweden plötzlich solche Probleme auftauchen. Da hat man Gordon Neufeld schnell gerufen, da kam er in einer Nacht- und Nebelaktion, ist er ins Flugzeug gestiegen und hat die schwedische Regierung beraten, was man jetzt machen können, wenn die Jugend revoltiert und die Vorstädte brennen. Wie gesagt, da ist er auch immer wieder tätig, er ist auch jetzt sehr viel im Kontakt mit Russland, dort ist ein neues Institut auch entstanden. Es gibt mehrere Institute jetzt schon in Europa auch. Es gibt das größte Institut, das sicher das Deutsche Institut, das unter der Führung von der Diplombiologin Dagmar Neubronner steht. Eine hervorragende Referentin und wirklich jemand, der den Gordon sehr gut kennt und auch seine Lehren sehr gut kennt. Er arbeitet sehr gut mit ihr zusammen. Es gibt ein italienisches Institut, es gibt ein schwedisches Institut. Es gibt ein spanisches Institut mittlerweile, also auch in Europa wächst das sehr stark. Ja, der Josef hat mir heute, vor ein paar Wochen, hast du mir dann gesagt, warum Eltern die besseren Kinderbetreuer sind und die Bedeutung der Eltern-Kind-Beziehung. Jetzt war ich mit dem ersten Teil der Frage einmal überlegt, irgendwie habe ich mit dem Wort Kinderbetreuer so ein bisschen ein Problem. Weil ich auch. Denke ich mir, du hast das glaube ich auch sehr polemisch gemeint. Genau, also wir sind viel mehr als nur Kinderbetreuer. Ein Kinderbetreuer ist natürlich jemand, der vielleicht beruflich dazu ausgebildet ist, keine Frage, und der sicherlich auch seine tolle Ausbildungen machen kann. Aber der macht es beruflich, der kriegt Geld dafür. Der macht es vielleicht durchaus gern, keine Frage. Aber es ist doch natürlich eine ganz, ganz andere Dimension, was wir mit der Eltern-Kind-Beziehung meinen und mit der Elternschaft natürlich.
und warum wir Eltern natürlich auch diesen kleinen Teilbereich der Kinderbetreuung ja natürlich auch noch besser können als jeder andere ausgebildete Kinderbetreuer. Um das soll es vielleicht heute gehen, und ich werde jetzt am Anfang ein bisschen sehr doch auch auf der entwicklungspsychologischen Ebene und mit dem Wissen von Gordon Neufeld darauf eingehen. Was sind eigentlich die Entwicklungsziele, oder ist jetzt fast auch schon wieder zu systematisch erklärt, was sind eigentlich die Entwicklungsfrüchte, die wir als Menschen hervorbringen wollen, oder vor allem auch, was wir bei unseren Kindern sehen wollen. Was sind es denn für Fähigkeiten, die wir brauchen, um in der Welt heute existieren zu können? Uns da drin zurechtzufinden. Was sind es für Fähigkeiten? Wie sind die entwicklungspsychologisch definiert? Und was braucht man, um diese Fähigkeiten herauszuentwickeln? Und da kommen wir dann eigentlich auf die Basis hin. Dann am Ende des Vortrags werden Sie hoffen, vielleicht dann auch das mitbekommen und auch das, was Sie in Ihrem Bauchgefühl eh immer alle mitgepackt haben, draufkommen. Es ist eigentlich immer die Bindung. Es ist die Bindung zwischen Menschen, und die intensivste Bindung, die wir kennen, ist die Eltern-Kind-Bindung. Diese Bindung ist so stark und ist so ausgeformt, ist so ein Naturprinzip und so ein starker Trieb, es ist sogar ein Trieb, da gehe ich nachher noch drauf ein. Das ist es, was diese Tiefe erreicht, das ist der Grund und Boden für diese Entwicklung, die dann ein Mensch im Laufe seiner Entwicklung durchmacht oder machen sollte. Das ist der Wurzelstock. Ja, jetzt schauen wir uns das nächste Bild an. Ich habe leider kein so ein dicker Leid, muss ich da drücken. Ah, ich bin nicht gekommen. Ja, Gordon Neufeld, und ich benutze da die Folien ausschließlich von Gordon Neufeld, der ist ein exzellenter Semantiker. Das heißt, er probiert immer auch seine Lehren stark in Bilder zu verpacken, die dann gut verständlich sind. Da sitzt er oft Jahre an einem Bild, muss man dazu sagen, weil der tüftelt da so lange rum, bis das wirklich erst zusammenpasst. Das ist ja, der Josef wird das noch kennen, dieses Bild sieht man in den Intensivkursen auf und ab. Diese drei Pfeile, dieser blaue, grüne und lila Pfeil, sollen diese Entwicklungsfrüchte, diese Entwicklungsfähigkeit darstellen. Es sind drei große Entwicklungsstränge, die der Mensch im Laufe seine ersten Lebensjahre anlegt. Natürlich, wir bewegen uns hier im Gehirn des Menschen. Auswirkungen haben diese Entwicklung natürlich auf den ganzen Körper, auf die ganze Seele, auf das gesamte Leben. Diese Ströme, diese Ziele, diese Kräfte, wenn man das so sagt, Pfeile werden ja oft benutzt, um Kräfte darzustellen, diese drei sind so diametral wichtig, dass sie sich eigentlich alle ausformen sollten bei richtiger oder bei guter Entwicklung. Wir fangen an bei dem ersten Pfeil, beim Grünen, das ist der so stark da hinaufgeht. Diese Energie, diese Entwicklungsfrucht, diese Entwicklungsenergie ist eigentlich von Anfang an in uns Menschen angelegt. Sogar ein Säugling, wenn er auf die Welt kommt, hat diese Energie schon. Das ist die Emergenz, nennen wir das in der Entwicklungspsychologie. Das ist, kann man am besten umschreiben, wir haben nachher noch eine Folie, wo das ein bisschen klarer wird auch. Ich will meine Welt verändern. Wir kommen auf die Welt mit diesem Trieb, diesem ganzen starken Entwicklungstrieb, unsere Welt auch um uns zu verändern. Ich will etwas alleine machen, ich will es alleine schaffen. Da sind wir auf dem Weg hin, das kann natürlich ein Kleinkind nicht, wenn es auf die Welt kommt. Und da sind wir auf dem Weg, mit dieser Kraft das zu gestalten, das heißt auch gestalterisch mit vollem Bewusstsein an meinem Leben teilzuhaben und es auch selbst zu gestalten. Das ist diese Energie, mit der kommen wir an sich auf die Welt. Wir kennen das, wenn Kinder unheimliche Neugierde haben und alles entdecken wollen, alles ausprobieren wollen. Das kommt genau aus diesem Energiefeld heraus. Die zweite Entwicklungsbereich, der sich relativ bald nach der Geburt schon meldet und auch entwickelt, aber noch nicht von Anfang an da ist, das ist der Entwicklungsbereich der Adaption. Ein ganz, ganz wichtiger Bereich, das ist, dass das Gehirn lernt oder besser gesagt entwickelt, das ist kein Lernprozess, das ist ein Entwicklungsprozess, ganz wichtig das zu sagen. Also es kann nicht erlernt werden, sondern es muss sich entwickeln bei den richtigen Rahmenbedingungen, entwickelt sich diese drei
kann ich vielleicht gleich an der Stelle sagen, diese drei Entwicklungsstufen entwickeln sich automatisch bei den richtigen Rahmenbedingungen. Es ist nichts, was ich lernen kann. Also es gibt nichts, keinen Menschen, der mir das erklären kann, der das einem Baby, einem Kind erklären kann. Das wird nichts bringen, sondern wenn ich als Erwachsener, als Elternteil die richtigen Rahmenbedingungen, und zwar die der Bindung, bereitstelle, entwickeln sich diese Ströme ganz automatisch im Gehirn. Wie gesagt, der zweite große Bereich ist die Adaption. Die Adaption ist die Fähigkeit, etwas zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann. Das ist eine ganz wichtige Fähigkeit des Gehirns, weil sonst würde ich nie erkennen, wenn ich jetzt was verändern muss. Oder dass ich mich in eine andere Richtung wenden muss. Das muss einsacken. Gordon Neufeld verwendet für diesen Bereich relativ viel das Bild des Labyrinths. Man stellt sich vor, man geht durch ein Labyrinth und wie das Labyrinth so an sich haben, man kommt relativ rasch an die erste Wand, die sich da vorher aufbaut. Und wenn ich jetzt diese Wand nicht wahrnehmen würde, das heißt nicht akzeptieren würde, dass diese Wand da jetzt vor mir ist, was mache ich dann? Dann würde ich immer wieder versuchen, dagegen anzulaufen. Immer wieder. Bis ich ein Blut im Kopf habe. Oder vielleicht sogar noch darüber hinaus. Würde aber nichts bringen, die Wand steht dort. Das heißt, das Gehirn braucht die Fähigkeit, solche Wände zu erkennen, bewusst sich zu machen, zu sagen, das geht so nicht. Und erst wenn das einsackt, das ist ein chemischer Prozess im Gehirn, erst wenn diese Situation einsackt im Gehirn, das heißt auch eine gewisse Art Trauerprozess zustande kommt, das ist tatsächlich Trauer, hat auch was mit Tränen zu tun, erst dann nimmt das Gehirn diese Wand wahr und sagt, ah ja, na, das geht so nicht, schaut links oder rechts und nimmt den nächsten Möglichkeit des Weges wahr. Erst dann. Vorher will es immer wieder mit dem Kopf durch die Wand, wenn wir das so nennen. Also es ist eine ganz wichtige Funktion. Ihr seht das auch bei Kindern, sieht man das auch, dass Kinder das noch nicht haben manchmal, diese Fähigkeit. Jeder kennt die Situation, also ich kenne sie sehr oft, wenn mir das passiert am Vormittag, wenn ich genascht habe, meine Kinder in der Schule sind und sie kommen zum Mittag heim und ich habe die Keksschachtel auf dem Tisch vergessen. Dann weiß ich ganz genau, was meine jüngste Tochter macht. Sie sagt, Mama, darf ich eines? Ja? Dann sage ich die erste Frage, was willst du damit haben? Haben wir die Wand schmieren oder sonst irgendwas? Dann sagt sie, haben, ja, gut, dann kommt das Verb. Und dann sag ich, nein, weil wir essen gleich Mittag, ich bin gerade am Kochen, geht nicht. Und die Reaktion, jetzt geht es jetzt, ist schon 7 Jahre alt, also das hat es jetzt langsam schon. Aber jetzt beim 3-jährigen Kind zum Beispiel oder beim 2-jährigen Kind kennt ihr sicher die Reaktion, was dann passiert, wenn ein Nein kommt. Es gibt ein Donnerwetter. Es kommt zu Tränen meistens. Und da sind wir schon bei einer ganz, ganz wichtigen Fähigkeit des Menschen, die sehr stark mit der Fähigkeit zusammenhängt, und zwar die Fähigkeit zu weinen. Das können nur ganz wenige Säugetiere, die Wale können es und auch einige Menschenaffen, aber an sich ist der Mensch das einzige Säugetier, das tatsächlich weinen kann. Das hat einen Sinn, das hat was mit dem zu tun, weil ich habe euch gerade gesagt, dieser Adaptionsprozess ist ein chemischer Prozess im Gehirn, das heißt, es entsteht zu dem Zeitpunkt, wenn das Gehirn wahrnimmt, dass etwas nicht funktioniert, dass etwas nicht geht. Frustration im System, Frustration ist eine Energieform, die muss umgewandelt werden, die wird chemisch umgewandelt im Gehirn. Und diese Frustrationsenergie, diese chemische Bomben eigentlich, das ist viel Gift fürs Gehirn, weiß es eigentlich im Moment nicht, wie es hintun soll. Entweder es bleibt im System, dann dreht sie sich oder wird irgendwo abgelagert und bleibt wie so eine kleine Bombe stecken. Oder es kann abgeweint werden. Das heißt, die Fähigkeit zu weinen ist eine massiv wichtige Fähigkeit für uns Menschen, um uns adaptieren zu können. Also eine ganz hochentwickelte Fähigkeit. Wie gesagt, nur die wenigsten hochentwickelten Lebewesen haben diese Fähigkeit. Man hat übrigens Versuche gemacht mit menschlichen Tränen, wenn man die auffängt und eine Spritze aufsagt und die einen kleinen Nager indiziert, dann stirbt er. So giftig sind tatsächliche Trauertränen. Da sieht man, was das Gehirn hier eigentlich abentwässert. Man kann jetzt eigentlich sehr plastisch ausdrücken, indem man sagt, das Gehirn hat ein eigenes Uriniersystem. Das heißt, was es nicht brauchen kann, kann es so wieder hinausbringen, so wie unser übriger Körper das über das andere System machen kann.
Also das ist eigentlich hochinteressant, das sind eigentlich erst sehr kürzlich entdeckte wissenschaftliche Ergebnisse über die Tränen. Die dritte große Fähigkeit, die ihr da seht, ist die Fähigkeit der Integration. Eine Fähigkeit, die um das fünfte, sechste Lebensjahr erst eintritt. Und da seht ihr schon, fünftes, sechstes Lebensjahr, da denkt man gleich, aha, Schulreife. Ja? Das war ganz natürlich, dass früher die Schule mit sechs angefangen hat, und heute ja noch immer, im sechsten Lebensjahr, wenn man früher diese Beobachtungen schon gemacht hat, aha, da tut sich was in der Entwicklung eines Kindes, da kommt anscheinend irgendwas dazu. Früher hat man das natürlich noch nicht so benennen können, heute wissen wir, es kommt im Gehirn, und zwar findet das vorne im präfrontalen Kortex statt, das ist da vorne der vordere Stirnlappen, entwickelt sich aus, und die Integrationsfähigkeit heißt, dass ich das einerseits und andererseits gemeinsam fühlen kann. Das heißt, dass ich nicht mehr impulsiv sein muss, entweder das eine oder das andere, ihr kennt das von Kindern, die kennen oft nur das eine, wenn sie sich aufs eine konzentrieren, geht das andere nicht, oder wenn sie das eine wollen, wollen sie das andere nicht, da merkt man, Integration ist noch nicht da. Integration, wenn sie dann da ist, ist es möglich, Gemeinsamkeit ohne Verlust der Eigenständigkeit. Das heißt, ich kann ein einerseits und ein anderes gleichzeitig fühlen. Man kann sich das also vorstellen, den präfrontalen Kortex wie so ein Mischtegel, wo die Gefühle alle reinkommen und dann vermischt werden und unten kommt dann die Essenz außer. Das ist dem Kind an sich bis zum 5., 6. Lebensjahr noch nicht möglich. Das ist eine Entwicklung, das hat eine Entwicklung hinter sich. Und das ist vorher noch nicht da. Das heißt, wenn ein Kind impulsiv reagiert, ist das völlig normal. Und da seht ihr schon, da kommen schon die ersten Probleme auf, weil wenn ich halt in der Beratungstätigkeit tätig bin und ich kriege dann Informationen oder Eltern kommen zu mir, mein Kind ist so impulsiv und dann sage ich, wie alt ist denn das Kind leicht? Ja, drei. Das darf impulsiv sein. Jetzt haben wir aber natürlich in unserem Kindergarten- und Kinderkrippensystem ein Problem mit Impulsivität. Ja? Und plötzlich merkt man, wie das System der Betreuungssysteme oft genau mit etwas ganz Natürlichem, was noch nicht da sein kann, nicht mehr umgehen kann oder noch nicht umgehen kann, wenn man es gar nicht weiß. Also Integration, wir wissen allerdings auch, das muss man jetzt dazu sagen, es findet hier im Moment in der westlichen Welt, gibt es Untersuchungen, interessante Veränderungen statt im Integrationsbereich, und zwar wir merken, dass die Integrationsfähigkeit des Gehirns immer später eintritt. Das heißt, wir anscheinend eine längere Kindheit, längere Entwicklungsphasen brauchen, um in dieses Stadium zu kommen. Das ist ganz interessant, warum das so ist. Warum? Es gibt Thesen, dass man sagen, wir können uns halt eine längere Kindheit leisten, weil in der westlichen Welt haben wir alle genug zu essen an sich. Das heißt, wir dürfen länger Kinder sein. Könnte mit dem zusammenhängen. Könnte aber auch mit dem zusammenhängen, dass es Blockierungen, das ist eher die negative Seite, Blockierungen in der Entwicklung dieser beiden Bereiche schon gibt. Und daher, wir wissen nämlich, dass diese zwei Bereiche vorher ausentwickelt sein müssen, bevor dieses dann noch dazukommt. Das heißt, haben wir hier Probleme, haben wir auch da dann ein Problem. Problem ist es dann, weil ich zuerst den Schuleintrittsalter gesagt habe, 5., 6., 7. Lebensjahr, wenn die Integrationsfähigkeit noch nicht da ist bei einem Kind und es kommt in die Schule, dann kann es zum Beispiel nicht aus Fehlern lernen, weil man da vielleicht ein Problem hat. Und es kann vor allem die negativen Gefühle, die es hat, wenn es irgendwo versagt, was dazugehört in der Schule, und die positiven Gefühle nicht miteinander mischen. Es ist also vollkommen überfordert. Der präfrontale Kortex schafft diese Gefühlseindrücke überhaupt nicht. Im Kindergarten fällt das manchmal noch gar nicht so auf, schon auch, wenn man das Auge dafür hat, fällt es deswegen noch nicht so auf, weil ich noch keinen Leistungskodex dahinter habe. In der Schule fangen dann die Noten an. In der Schule gibt es eine Lehrerin, die relativ von Anfang an doch beurteilt, wie ist das Kind, schafft es den Buchstaben, kann es die Rechnung oder nicht. Da muss diese Fähigkeit einfach da sein, weil sonst, wenn das Kind da zu dem Zeitpunkt noch nicht integrieren kann, dann schon stark auffällig wird meistens. Wir sehen aber jetzt, es hat Ursachen in diesen Bereichen hier. Also diese drei Entwicklungsstränge braucht es. Jetzt muss ich aber dazu sagen, dass wir alle ein ganzes Leben lang arbeitet das Gehirn an diesen drei Entwicklungssträngen. Sie sind nie fertig entwickelt. Das heißt,
das sind zwar mal in ihren Grundzügen dann irgendwann einmal uns beim Kind halt, wenn wir in das adolescente Alter kommen, irgendwann einmal genau da. Sie können sich auch witzigerweise wieder zurückziehen. Also es kann schon was da gewesen sein und wieder veräppen. Gibt es alles. Aber im Endeffekt entwickelt das Gehirn ein ganzes Menschenleben lang diese Fähigkeiten weiter. Darum sagt man ja zum Beispiel, ein altersweiser Mensch, der ist sehr integrativ. Der kann alles schon, der ist nicht mehr so leicht impulsiv. Ja. Der kann sich schon, der kann schon einerseits und andererseits wirklich gut nebeneinander fühlen. Ja. Das ist dann sowas mit Altersweisheit, würde man dann wahrscheinlich da als Gesamtheit dieser drei Entwicklungsstränge sehen. Also ihr seht, ein ganzes Leben lang arbeitet der Mensch daran. Na, jetzt habe ich es wieder falsch gemacht. Da habt ihr jetzt ein paar Fähigkeiten, die da dazugehören. Ja? Also das ist jetzt das, die emergente Linie, also diese Energie, selbst gestalterisch zu sein, also mit dem eigentlich ein Kind schon auf die Welt kommt. Dieses Bestreben nach Eigenständigkeit. Ihr kennt das von den Kindern, alleine, ich will meine Schuhe alleine anziehen. Ja, das kennt jeder, das ist zwar manchmal anstrengend, wenn man schon eilig hat irgendwo hin, aber das ist es. Voller Vitalität, selten gelangweilt, obwohl Langeweile nichts Schlimmes ist, bitte. Langeweile ist meistens die Vorstufe für das, dass ich wieder emergent bin. Das Gehirn sammelt sich, muss sich manchmal in Ruhe begeben und da ist man auch manchmal ein bisschen fad, wie wir sagen. Also das ist nichts Schlimmes, Langeweile ist nicht per se etwas nicht Gutes, überhaupt nicht. Aber Kinder, die sehr emergent sind, denen ist selten fad. Ja? Die haben immer irgendwie wieder eine Idee, ja, was sie gerade anstehen könnten. Was wir als Anstehen sehen, aber für sie ist es natürlich Abenteuer. Ne? Fühlt Verantwortlichkeit und tatkräftig und ist tatkräftig. Also fühlt verantwortlich, das gehört aber eigentlich schon eher in den integrativen Bereich, aber ist tatkräftig, also diese Energie von sich selbst heraus. Ist interessiert und neugierig. Oder Aufbruchsenergie, das ist in dem Lied von Hänschen Klein natürlich ganz gut ausgedrückt in diesem Kinderlied, wo das Hänschen auch hinausschreitet und einmal versucht, die Welt zu entdecken. Aber dann zum Schluss, ihr werdet sich vielleicht erinnern, doch wieder zur Mama zurückkommt. Ne? Bezug zu sich selbst haben, das gehört auch dazu, ein starker Drang nach Unabhängigkeit. Das sind so ungefähr ein bisschen ausgeformt, die Eigenschaften, die da dazu passen. Bei der Adaption ist es, lernt aus Fehlern. Eben, die Wand sehe ich nur dann und weiß, aha, der Weg ist durch Labyrinth, wenn ich es vorher zuerst mitgekriegt habe. Und dasselbe ist natürlich mit Fehlern. Ja? Ich kann nur aus einem Fehler lernen, wenn ich ihn bewusst mitbekomme. Und wenn ich ihn betraue und dann sagt mir dir, gut, das machen wir jetzt nächstes Mal anders. Das probiere ich jetzt anders. Resilienz erfinderisch. Resilienz ist im Moment in der Wissenschaft ganz, ganz groß angeschrieben. Wir haben massive Forschungsgelder in die Resilienzforschung. Resilienz heißt, es gibt immer wieder Kinder oder auch natürlich Erwachsene, die trotz ganz schlimmer Rahmenbedingungen trotzdem zurechtkommen, es trotzdem schaffen. Natürlich ist jetzt die Wissenschaft hochinteressant, wie machen die das? Die haben so schlimme Umfelder, schlimmstes soziales Umfeld und trotzdem schaffen die das. Und wir wissen aber heute, es hängt mit Bindungsverhalten zusammen. Erholt sich von Traumata, das ist ganz wichtig, eben durch das Abweinen, durch Trauerprozesse, wenn die möglich sind, das ist ganz ein wichtiger Prozess, um wieder weiterzukommen. Wächst an Widrigkeiten, lernt aus Konsequenzen und berücksichtigt Umstände. Das sind alles die adaptiven Bereiche und bei der Integration Ausgeglichenheit, eben das einerseits und andererseits miteinander verknüpfen zu können. Rücksichtsvoll, höflich sein, Balance, sagt es eh schon, ne? Diese vage Situation, Perspektive, Zusammenhänge sehen. Nicht integrative Kinder, das merkt man bei geistig behinderten Kindern manchmal sehr stark, oder bei Autisten merkt man es zum Beispiel ganz stark, die können keine Witze verstehen. Für die ist Witz, wenn man einen Witz erzählt, die sehen dahinter den Witz nicht oder den Schmäh, weil sie das einerseits und andererseits nicht zusammenbringen. Also sie sehen keine Zusammenhänge. Lösungsorientiert sein, das heißt weitermachen. Lösung kommt ja immer, ist praktisch diese Sense nach dem Mischstegel, wenn alle Gefühle einschießen vom limbischen System und so weiter, kommen da in den Mischstegel und unten kommt praktisch die Lösung raus, die Entscheidung.
ich gehe heute Abend dort und dorthin. Oder ich gehe jetzt zur Gartenarbeit oder ich gehe jetzt mit meinem Freund spielen. Das braucht eine Entscheidung und für eine Entscheidung muss ich zuerst eine Lösungsorientiertheit haben. Gleichberechtigung als Wert empfinden, das muss ich zuerst einmal empfinden können. Und da brauche ich eben Integrationsbewusstsein dafür. Jetzt habe ich diese drei Pfeile da zuerst gezeigt und das soll es eigentlich auch symbolisieren. Gordon Neufeld arbeitet bei den Entwicklungssträngen sehr stark auch mit dem Bild der Pflanze, weil das ein sehr gutes Bild ist, das zu erklären, was es da geht. Nach oben hin kann die Pflanze nur wachsen, also diese drei Entwicklungsstränge, die ich jetzt gerade erklärt habe, kann nach oben hin nur wachsen und sich ausentwickeln, wie das auch bei der Pflanze ist, wenn unten die Wurzeln wachsen. Nach oben hin wächst der Baum nur, wenn der Wurzelstock entwickelt ist. Das heißt, wenn er Halt, Sicherheit, Nährstoffzufuhr, all die Dinge, die er sich aus dem Erdboden holen muss, ohne den da unten, kann da oben nichts passieren. Und genauso ist es bei uns Menschen auch. Oder eigentlich generell bei den Säugetieren. Das heißt, zuerst muss eine Art Wurzelung stattfinden. Dann gibt es nach oben hin, nach hinaus eine Entwicklung. Wenn die Wurzeln nicht passen, verkümmert alles oben. Da wächst schon gelegentlich was, aber es ist sehr verkümmert. Und vor allem entwickelt man keine Früchte. Ja, das heißt, dieses Ausformen dieser drei Entwicklungsstränge ist ja eigentlich wie eine Fruchtentwicklung. Bei richtigen Rahmenbedingungen entstehen diese Früchte ganz automatisch. Wenn es unten happert, funktioniert es nicht. Man kann sich das auch so vorstellen, man kann sich halt eine kleine Tomatenpflanze kaufen und ich kann mich jetzt stundenlang vor diese Tomatenpflanzen setzen und versuchen, der zu erklären, wie man wächst. Das wird nicht funktionieren. Die wird keinen Millimeter wachsen. Also ich kann versuchen, durch Bildung der Tomatenpflanze versuchen, dass die zum Wachsen bringt und vielleicht eine Tomate macht. Das wird mir nicht gelingen. Und ihr seht es halt schon im Vergleich. Im Moment in unserem System, unserem politischen System, unserem Schulsystem, glaubt man, man kann Entwicklung lehren. Kann man nicht. Das ist genauso wenig, wie einer Tomatenpflanze erklären kann, wie es wachsen soll. Was kann ich machen? Ich kann machen, dass die Rahmenbedingungen passen. Dass sie gut gegossen ist, dass sie wurzeln kann, das ist das Erste, dass sie mit Nährstoffen versorgt ist, ich kann sie pflegen, kann sie hegen. Und dann wird sie den Wachstumsprozess völlig automatisch von alleine machen und sie wird auch zu Früchten kommen. Und genau, das ist eine gute Idee, danke. Und genau um das geht es. Und das ist eben sehr gut symbolisiert durch die Pflanze, weil man das einfach da natürlich in der Langsamkeit der Pflanzenwelt ganz besonders gut sehen kann. Bei uns geht ja alles immer so schnell. Jetzt wieder die falsche Richtung. Jetzt wieder dieses Bild der Pflanze und diese Entwicklungsstränge übersetzt. Ihr seht da diese drei Pfeile wieder. Und das unten sind jetzt die Wurzeln. Also das ist die menschliche Entwicklung nach oben hin, also die psychische Entwicklung, ist abhängig von Wurzeln, die entstehen. Die machen wir jetzt dann gleich durch. Ihr seht es da auch. Also Reifung dieser drei Stränge, die Hauptstränge, ist nur dann vorhanden oder funktioniert nur dann, wenn es nach unten in Bindung gibt. Wie bei der Pflanze die Wurzel. Bindung, wie gesagt, dieser Bereich, der Wurzelbereich, ist, das weiß man heute wissenschaftlich, ein Trieb oder auch ein Instinkt genannt, der durch das Streben nach und Bewahren von Nähe charakterisiert ist. Ganz interessant, man kann, habe noch nie was gehört davon, Bindung, ist das wirklich so wichtig? Man weiß heute, dass Bindung das universellste Prinzip in der Natur überhaupt ist. Man denkt bitte ans Universum. Das Universum selbst ist ein Bindungssystem. Unser Sonnensystem ist ein Bindungssystem. Wir haben die Sonne in der Mitte und um die Sonne drehen die Planeten. Sind alle miteinander in Verbindung. Alles ist miteinander. Man denkt bitte an Magnetismus, Physik. Magnetismus ist ein reines Bindungssystem. Enorme Kräfte, die da einwirken und sich zusammenziehen. Genauso auf der anderen Seite, das ist ein mathematisches und physikalisches Prinzip, dort wo Verbindung ist, ist Abstoßung auf der anderen Seite. Auch in unserem Universum so. Man denkt bitte an die chemischen Elemente. Manche ziehen sich an, manche stoßen sich ab.
Also Bindung ist ein universelles Prinzip. Man findet es überall in der Natur. Überall. Bis hinauf ins größte Universum, wo wir uns vorstellen können. Das heißt, es ist eigentlich eine ganz Basisinformation. Und wir wissen auch, dass der Bindungsinstinkt beim Menschen so derartig stark ist, dieser Trieb, er ist stärker als unser Ernährungstrieb und er ist stärker als unser Fortpflanzungstrieb. Was wir auch sagen, dass das Triebe sind. Man hat da Versuche gemacht, die sind natürlich nicht unbedingt gerade schön, wenn ich solche Versuche erzähle, ich könnte es nicht machen mit Tieren, aber man hat das gemacht mit Schimpansen und da diesen Bindungsinstinkt überprüfen wollen und hat geschaut, wie der ausgeformt ist und auch natürlich Schimpansen sind uns durchaus stark verwandt mit Menschen. Auch da ist der Bindungsinstinkt ganz extrem. Auch Schimpansen bekommen Kinder, die noch sehr unreif auf die Welt kommen. Das ist ja bei uns Menschen ganz extrem. Unsere Säuglinge kommen sowas von unreif auf die Welt. Die brauchen ja diese starke Bindung zu ihren Eltern, zu ihrer Mutter und dann natürlich zum gesamten Familiensystem, in dem sie aufwachsen, um reife Entwicklung überhaupt machen zu können. Um in eine Situation einmal zu kommen, selbstständig auf zwei Füßen durchs Leben zu gehen. Braucht es diese ganz lange Kindheit, weil wir einfach so hochsozial und hochkompliziert entwickelt sind. Wir sind sicherlich die höchstentwickelsten Wesen auf der Erde. Ja? Das heißt, Bindung ist so stark, diese Versuche, die man da gemacht hat, haben das dann auch erwiesen. Und zwar hat man ein Schimpansenbaby der Mutter weggenommen, gleich nach der Geburt, und hat Versuche mit diesen Babys gemacht. Und zwar einem Baby hat man, oder einem Schimpansenjungen, hat man ein reines Drahtgestell zur Verfügung gestellt, als Mutterersatz, also ohne Fell, ohne irgendwas, ohne Wärme oder irgendwas, hat aber dafür gesorgt, dass dieses Schimpansenjunge vollkommen versorgt wird. Also es ist künstlich ernährt worden, es hat also nichts sonst füllen können. Es ist ja in dem Raum so warm gewesen, dass die Körpertemperatur an sich nicht abfallen kann. Und dann hat man geschaut, ob das Schimpansenjunge überlebt. Hat es nicht überlebt. Sie sind in wenigen Stunden der Geburt danach gestorben. Dann hat man einen zweiten Versuch gemacht mit einem anderen Schimpansenbaby. Man hat eine Mutterattrappe hingestellt, die der Fell gehabt und hat ein bisschen so ausgeschaut wie eine Mutteraffe. Hat das auch gewärmt, also hat einen Heizkörper reingetan und so weiter und hat also eine Brustattrappe gemacht, also eine Zitzenattrappe und so weiter und hat geschaut, ob das Baby jetzt überlebt. Es hat nicht überlebt. Kann ich gleich vorausschicken. Also man hat das abgestuft und hat probiert, praktisch einen Ersatz zu schaffen. Bei allen notwendigen Rahmenbedingungen. Es hat nichts funktioniert. Diese Schimpansenbabys sind immer gestorben. Wir wissen es auch, dass es bei Menschen so ist. Also eine totale Vernachlässigung, auch bei völlig normaler Ernährungssituation, führt dazu, dass ein Mensch nicht überlebensfähig ist. So stark ist der Trieb. Also wir wissen heute, es ist der stärkste, er steht sogar über dem Fortpflanzungs- und dem Ernährungstrieb. Wieder zurück zu unseren drei Strängen. Diese Bindung, diese Wurzel entsteht in Etappen. Auch die ist nicht auf einmal da. Das ist auch nicht etwas, ein Baby kommt auf die Welt und entsteht sofort auf Knopfdruck die Bindung zur Mama. So ist es nicht. Auch das ist eine Entwicklung. Wie zum Beispiel auch die Bindung zum Vater eine Entwicklung durchläuft. Zu allen Familien, zu allen Menschen. Bindungen, die wir aufbauen, haben immer eine Entwicklung. Sie sind nicht einfach auch wie ein Lichtschalter da. Das ist ein permanenter Vertiefungsprozess, wenn alles gut läuft. Der erste Bindungsstufe, wo sich ein Säugling bindet an seine Mutter, ist der Bindungsstufe, dann ist dieser Wurzel da so dick, über die Sinne. Ihr wisst es, ein Baby, wenn es auf die Welt kommt, schmeckt zuerst nur die Mutter, riecht die Mutter, hört die Mutter, und spürt die Mutter und lässt sich über diese Sinne total beruhigen. Wenn das funktioniert, wenn ihr Baby nimmt und schunkelt und Wärme und Milch gibt und ernähre, ist an sich wichtig, dass es da ist, dass diese da, die Nähe, die Wärme da ist, aber es ist noch nicht wichtig, wer es ist. Deswegen kann man zum Beispiel bei einer Taufe ein Baby, was noch sehr jung ist, durch die ganze Dorfgemeinschaft geben. Jeder, der es huckelt und nicht mit ihm tut, passt. Erst später, ein paar Monate später, hat dann die Bindung zur Mutter schon so gegriffen, dass das Baby die Mutter wohl erkennt. Und das ist dann die Mutter, da war da keiner dazu. Und jeder andere, der mich angreift, der wird abgelehnt. Aber das kommt erst. Ein ganz frisch geborenes Baby kann jeder in die Hand nehmen, wenn er nett ist mit ihm und alles passt und es ist nicht hungrig und es passt alles, wird es ganz zufrieden sein. Da sind
Da ist Bindung nur über die Sinne. Das geht dann. Genau. Das heißt, das ist ein schönes Bild dazu. Das heißt, Bindung über die Sinne. Das Baby ist zufrieden, fühlt sich geborgen, es passt alles, wenn es ernährt wird, wenn es die Wärme spürt. Der Greifreflex zum Beispiel, also das heißt, diesen Kontakt herstellen kann. Die zweite Stufe ist eine ganz interessante Stufe. Die zweite Stufe der Bindungsentwicklung, also Tiefe der Wurzeln, ist die Gleichheit. Die Gleichheit ist eine ganz interessante Stufe. In diesem Modus lernen wir Sprache. Und zwar deswegen, da sind wir schon an unsere Muttersprache so gebunden, das ist ein bisschen tiefer schon, dass ich hier alles gleich machen will. Oder jeder, an dem ich schon gebunden bin, da spielt der Papa dann auch schon eine Rolle, dem will ich es nachmachen. Ist von der Natur eben sehr schlau eingefädelt. Das heißt, der sich bis zu dem Zeitpunkt, wo mich gekümmert hat, der ist anscheinend der immer da ist. Jetzt lerne ich von dem, indem ich ihm alles nachmache. Deswegen sieht man auch, ich habe oft in der Beratung verzweifelte Eltern, die sehr gut meinen mit ihren Kindern, die sagen, ich war gerade wieder beim Toys R Us und ich habe weiß Gott was für Spielsachen gekauft und sie sind so schöne Spielsachen und sie waren so teuer, aber jetzt habe ich es mein Kind geben und trotzdem, mein zweijähriges Kind krabbelt zu mir, geht zu mir in die Küche und will nur mit meinem Papa Werkzeugen spielen. Sag ich, haben Sie gerade gekocht? Ja, aber ich habe jetzt extra so ein schönes, tolles Spielzeug gekauft. Sie will das machen, was Sie machen. Das ist Gleichheit. Das ist ganz schlau gefehlt, weil von wem kann ich am besten lernen, indem ich ihm alles gleich mache, an dem, der ständig da ist. Und deswegen nenne ich eine Sprache. Ihr kennt es bei Babys, die ununterbrochen dann auf den Mund schauen. Das heißt, sie versuchen dann Laute, die wir machen, nachzumachen. Und das ist zuerst so ein bisschen ein Gebrappel, aber dann wird es immer mehr zu den Lauten, die wir als Erwachsene auch machen. Wichtig ist da schon die Bindung. Das wird nicht von jedem angenommen. Das ist jetzt also ein typisches Gleichheitsbild. Wenn unsere jungen Damen natürlich anfangen, im Kleiderschrank der Mütter herumzuwühlen, weil sie gleich sein wollen wie ihre Mamas. Oder Omas. Oder die Erwachsenen, die in ihrem Umfeld sind. Dritte Stufe ist die Stufe der Zugehörigkeit und Loyalität. Zugehörigkeit und Loyalität, da beginnt das Kind zu begreifen, dass es zu einem Familienverband gehört. Ich gehöre zu denen. Da hört man also Aussagen bei den Kindern in der Sandkiste kann man das oft untereinander beobachten oder hören. Das ist meine Mama. Das ist mein Papa. Da wird mein Dein definiert. Ich gehöre da dazu, das ist meine Familie. Mein Papa ist Polizist oder was auch immer. Also da wird dieser Begriff mein Dein und auch die Loyalität dazu. Die Kinder begreifen, wo sie dazugehören und wo, das ist ihre Sippe. Das ist ein ganz wichtiger Strang der Bindungsmöglichkeit, weil Loyalität muss sich entwickeln. Man muss sich vorstellen, die Entwicklung der Menschheit war es ja natürlich nicht immer so einfach. Wir haben früher die Welt und was ich was gelebt. Oder auch wie wir so schon sesshaft waren, war das natürlich auch nicht so. Da mussten die Kinder ab einem gewissen Alter definitiv wissen, wo sie dazugehören. Weil sie sonst wahrscheinlich mit jedem mitgegangen waren und dem Nächsten erklärt hätten, wo die heilbringende Quelle ist. Das war nicht gegangen. Also zu dem Zeitpunkt muss ein Kind schon wissen, wo es dazugehört. Aber ihr seht, das haben wir schon ganz schön tief gekommen. Also das Prinzip der Loyalität entwickelt sich dort. Auch noch ein Bild dazu, dass das ein bisschen verdeutlicht, was damit gemeint ist. Die nächste, warum diese Wurzel weiß ist, weiß ich nicht, das ist glaube ich ein Computerfehler, also es gehört sehr schwarz. Noch ein bisschen tiefer kommt die Stufe der Wertschätzung. Wertschätzung merkt man dann bei den Kindern, wenn sie anfangen, das kennen auch viele, lauter Herz hat einen zu malen und zu sagen, ich habe dich lieb. Also da verbalisiert das Kind auch die Bindungstiefe bereits. Es sagt, ich hab dich lieb, Mama. Und da kommen Herzen, kriegst Moin und Bilder kriegst geschenkt und alles Mögliche kriegst geschenkt. Da drückt das Kind das auch bewusst aus, was es fühlt. Ich weiß nicht, wie viele Bilder ich auf dem Kühlschrank picken habe von meinen Kindern. Jetzt hat sich das schon wieder ein bisschen, das gibt sich dann wieder, weil sie sicher sind in der Wertschätzung. Das heißt, sie kriegen Sicherheit darin, ich gehöre dazu, meine Mama mag mich auch so, auch ohne, dass ich ihr jeden Tag 15 Bilder schenke. Schon sehr tiefe Bindungsebene ist die Bindung der,
Bindungsebene der Liebe. Die Liebe ist ein ganz intensiver Bindungsbereich, da habe ich jemandem mein Herz geschenkt. Und das tue ich nur dann, wenn ich ihm hundertprozentig vertraue. Liebe ist etwas, was wir natürlich auch zwischen Mann und Frau kennen oder auch zwischen Freunden und so weiter, keine Frage. Das ist ein schon ein sehr tiefes Niveau der Bindung, wo leider nicht mehr sehr viel, wir merken das in der westlichen Welt, das ist überhaupt mittlerweile sehr schlimm geworden, wir merken in der westlichen Welt in den Blockierungsbereichen eine Blockierung der Bindungstiefen meistens bei Gleichheit. Wenn man heute in die Schulklassen reinschaut, die meisten oder sehr viele Kinder, leider sehr viele Kinder, sind bereits über Gleichheit, auf der Gleichheitsebene stecken geblieben. Das heißt, und nur dazu nicht im Bindungssystem Eltern gleich, da wäre es ja normal, von der Natur so vorgesehen. Allerdings sollten sie im Schulalter schon tiefer fortgedrungen sein. Wenn sie auf der Ebene Gleichheit stecken geblieben sind, weil zum Beispiel nicht gut genug gegossen worden ist oder die Bindungssysteme nicht funktioniert haben, die Rahmenbedingungen nicht gut waren, finden hier Blockierungen statt, die Wurzeln entwickeln sich nicht nach unten. Und dann, wenn Kinder in der Gleichheit stecken bleiben, oder wie gesagt sehr viele in unserer Gesellschaft heute, in der Gleichheit stecken bleiben und diese Bindungssysteme sich aber nicht auf den Erwachsenen lenken, weil der nur eine pro 15 in der Kinderkrippe da war, oder im Kindergarten oder eine Lehrerin auf 20, 25, 30 Kinder, 25 haben wir jetzt gerade Schulteilungszahl, dann ist das für das Kind, bleibt es gar nichts anderes übrig oder generell für den Menschen, sich an die Gleichaltrigen zu binden. Die sind verfügbar. Das heißt, der eine Erwachsene, die Lehrerin, der Lehrer, der da ist, kann die Bindungsenergie nicht aufrechterhalten zu dem einzelnen Kind, das nur dazu sehr bedürftig ist meistens. Kinder, die in ihren Bindungssystemen stecken geblieben sind, haben meistens nur dazu ein Problem, dass sie sehr bindungshungrig sind. Das heißt, entweder sie lehnen einen Erwachsenen komplett ab oder sie hängen ununterbrochen auf ihm drauf. Was zur Folge hat, dass solche Lehrer massiv genervt werden von solchen Kindern, weil die ununterbrochen, die wollen auch wirklich körperlichen Kontakt. Die fallen wieder zurück in diesen Sinnesbereich hinein. Wir melden das für Lehrer, dass Kinder oft ihnen so derartig einen Körper ranrücken, dass sie oft sich gar nicht mehr da wehren können. Wenn man sich vorstellt, wenn man 20 hat, und die kleben an dir, und die wollen ständig körperlichen Kontakt, dann ist das wahnsinnig schwierig für eine Lehrerin. Das ist, fällt mir schon manchmal schwer, wenn meine drei alle gleichzeitig mit mir kuscheln wollen. Da tue ich mir auch was, ne? Also das ist ein irrsinniges Problem. Und über Gleichheit, das Problem, was dann besteht, und das ist etwas, was Gordon Neufeld als erstes beschrieben hat, in dem wissenschaftlichen Bereich, ist das Phänomen der gleichaltrigen Orientierung. Früher war es so, wie die Familiensysteme noch evident grundsätzlich funktioniert, es hat immer Probleme gegeben in Familien, das ist nicht damit gesagt, aber wo das grundsätzlich noch hierarchisch und vertikal strukturiert war. Früher waren die Bindungssysteme in den Familien vertikal strukturiert. Die Erwachsenen, dann kommen die Kinder und so weiter. Und man gibt immer von einer Generation auf die nächste weiter. Heute ist sie nicht mehr vertikal in der westlichen Welt strukturiert, sondern horizontal. Das heißt, ich habe einen Haufen Freunde, aber zu meiner nächstälteren Generation habe ich kaum Kontakt. Damit geht aber auch Wissen, was von Generation zu Generation an sich weitergegeben wird, Kultur, Traditionen, alles eigentlich, auch Anpassungsvorgänge einer Familie an ihre Rahmenbedingungen, an geänderte Rahmenbedingungen, haben Familien immer wieder durchlaufen müssen. Armut, Nicht-Armut, Reichtum, genug zum Essen, weniger zu essen. Familien haben das miteinander durch die vertikale Weitergeben von Wissen und Anpassungsvorgängen weitergegeben. Das fällt heute weg. In einer horizontal strukturierten Gesellschaft funktioniert das nicht mehr. Weil was weiß der Gleichaltrige, der ist gleich reif wie ich? Was soll man von dem holen über Gleichheit? Ich kann dem alles nachmachen, aber lernen oder abschauen kann man von dem nichts. Darum merken die auch einen massiven Sprachschatzverfall. Überall hört man Alarm, Pisa und weiß nicht was. Ne? Hört man, das ist nichts Abnormales, was da abläuft. Das ist vollkommen logisch, wenn unsere Kinder sich nicht mehr an ihre Erwachsenenwelt orientieren, weil die Bindung dahin einfach schon sehr durch starke Frühbetreuung, muss man einfach sagen, immer stärker blockiert wird oder nicht mehr ausreift da unten noch hin, dann bleibt ihnen nichts anderes übrig. Binden müssen sie sich. Sie können sich nur an die Gleichaltrigen binden. Und was soll ich von jemandem lernen, der gleich reif ist wie ich? Dann haben wir die sogenannte Peer Group Orientation.
wo praktisch sich Jugendgruppen oder Kindergruppen bilden, die untereinander sich wahnsinnig wichtig sind. Die sind wahnsinnig stark aneinander gebunden. Das merkt man auch, Kinder, wenn oft zum Mittag heimkommen oder Kinder im Kindergarten, die zum Mittag nicht mehr heimgehen wollen mit der Mama. Weil sie so stark an ihre Gruppe gebunden sind. Und aber unser politischer Entscheidungsträger sieht das falsch und auch viele Eltern sehen, merke ich immer wieder, die das dann falsch wahrnehmen. Sagt, nee, dann lass es am Nachmittag auch noch im Kindergarten, wenn es da so gut, wenn es ihnen da so gut geht. Das wird dann falsch gesehen. Dem Kind geht es nicht gut, weil im Endeffekt merken tut man es nicht jetzt grundsätzlich. Das Kind wird es nicht formulieren, Mama, mir geht es nicht gut. Ja? Das merke ich im Verhalten nachher vielleicht. Ja? Aber das Problem ist, wenn ich nur an Gleichaltrige gebunden bin, dann geben mir die keine Struktur. Wir kennen das auch, unter Gleichaltrigen finden die ärgsten Verletzungen statt. Jetzt nicht nur körperlicherseits, sondern auch psychisch. Da ist enormes Konkurrenzdenken da. Extreme Rangordnungskämpfe. Jeden Tag aufs Neue. Und wenn ich jetzt nur an die Gleichaltrigen gebunden bin in der Kindergartengruppe und ich gebe dem kleinen Buben jeden Tag in den Kindergarten, hat er jeden Tag dieselben Rangordnungskämpfe. Er kann sich da außer nie in ein Reifeverhalten gehen. Und das merken wir auch. Und das führt dann ihrerseits in eine Art Teufelskreis immer zu stärkeren Blockierungen. Da haben wir noch das Bild zur Liebe, das Herz verschenken. Und die letzte Stufe der Bindungsmöglichkeit, das ist die tiefste Stufe, ist die Vertrautheit. Vertrautheit ist eine Stufe von Bindung, Gordon Neufeld oder Dagmar Neubronner, glaube ich, nennt es, also die Silberschnur ist das. Das heißt, ich kann halt 3000 Kilometer auseinander wohnen. Ich bin so tief an den Menschen gebunden, dass das völlig egal ist, wie räumlich weit das ist. Ich bin trotzdem mit ihm verbunden. Ich kann völlig anders sein wie der Mensch. Ich kann anders denken, ich kann anders ausschauen, ich kann einer anderen Rasse angehören, ich kann einer anderen Religion angehören, es ist völlig egal. Wenn wir über die Ebene miteinander verbunden sind, über Vertrautheit, können beide Personen nebeneinander stehen, völlig unterschiedlich, 3000 Kilometer auseinander, sie einmal im Jahr oder gar nicht sehen oder wie auch immer. Wenn sie über diese Stufe miteinander verbunden sind, ist es so praktisch die Metaebene. Das bleibt für immer. Das Schlimme ist aber, oder Schlimme, es ist eigentlich natürlich eingefädelt, das ist dann noch die Vertrautheit wieder, ich habe das jetzt leider nicht da, muss ich nochmal zurückgehen, dass je tiefer ich gebunden bin, desto verletzlicher bin ich von der Person, an die ich so gebunden bin. Man kann es durch ein ganz nettes Beispiel sagen, wenn ich heute da unten auf der Straße gehe und kenne die Leute nicht, die an mir vorbeigehen und es rempelt mich jemand an, dann ärgert ich mich im ersten Moment drüber und denke, was bist du für einer? Ne? Wird man aber nach 3-5 Sekunden habe ich es vergessen und gehe weiter. Wenn mich so jemand behandelt, mein Mann so behandelt, wenn der bei mir vorbeigeht daheim und mich ordentlich anrempelt, nicht ein Problem. Das war nach 5 Sekunden nicht vorbei. Wir werden wahrscheinlich darauf anreden, so wie geht es denn dir heute? Das tut weh. Er sieht, je tiefer ich gebunden bin an eine Person, desto weher kann er mir tun, auch seelisch. Das heißt, Bindung macht auch verletzlich. Das ist eine Eigenschaft von Bindung, wo wir jetzt hingehen. Bindung hat nämlich Eigenschaften. Bindung, das klingt heftig, aber es ist in der Natur so strukturiert. Bindung ist hierarchisch. Bindung, die Sonne, ist dominant, stark, riesig. Ja? Die Planeten, die um sie kreisen, sind ihr untergeordnet. Der Stärkere, das Alpha, wenn man so sagt, beim Magnetismus haben wir Alpha und Beta, ist immer einer der Zieher und einer, der gezogen wird. Das ist so. Und bei uns Erwachsenen, zu unserer Eltern-Kind-Beziehung, um die soll es ja nicht gehen, ist es ganz stark hierarchisch ausgerichtet. Damit ich eben mein Kind schützen kann, dass es in meiner Obhut ist, dass es diese Hierarchie gibt, gibt dem Kind enorme Sicherheit. Das hat man versucht aufzuheben, wahrscheinlich nicht bewusst, in dieser Laissez-faire-Erziehung, wo man glaubt, Augenhöhe-Erziehung ist es. Ja? Das heißt, wenn ich mit meinem Kind auf Augenhöhe gehe und das funktioniert nicht, weil es fühlt sich nicht sicher genug, weil es will sich doch an mir anlehnen, es will, dass die Mama die Entscheidung trifft und da geht es jetzt weiter. Vor allem in prekären Situationen braucht ein Kind den Fels in der Brandung, der weiß, wo es lang geht. Wo würdet ihr hier, wenn wir uns heute in einem Wald verirren,
werde ich mich auch nicht hinsetzen und sagen, jetzt an wen wende ich mich, der jetzt genauso wenig sie auskennen, sondern ich werde wahrscheinlich dem zuhören, ah, der kennt sie aus, dem gehe ich noch. Der macht mir den Eindruck, dass er da jetzt die Situation im Griff hat. Dem gehe ich noch. Werde mir nicht zu dem dazu sitzen, wo ich das Gefühl habe, der kennt sie anders. Also Bindung ist hierarchisch. Bindung ist polar. Das ist ganz interessant. Alles ist eigentlich bipolar in unserer Welt. Bindung ganz besonders. Also wenn ihr jetzt an euch an Magneten erinnert, das sind eben polar. Es gibt Nordpol und Südpol, die ziehen sich miteinander an. Das ist ganz wichtig. Und ähnlich ist Bindung strukturiert. Und das Letzte habe ich zuerst schon erklärt, Bindung macht verletzlich. Je tiefer die Bindung, desto verletzlicher bin ich in ihr. Da gibt es das Bild, was ich immer ausdrücken soll, Bindung ist hierarchisch. Ja, das ist eine ganz wichtige Geschichte, weil wenn ich mich an den binden soll, der mich durchs Leben oder ins Leben hinein führen soll, die Eltern, dann ist dieses Verhältnis ein ganz wichtiges. Anders geht es nicht. Weil wenn es umgekehrt ist, was wir ganz oft haben, was ich ganz viel in der Beratung habe, was umgekehrt ist, da ist das Kind größer als die Eltern. Dann habe ich oft so ein Kind, das ununterbrochen bestimmen will. Es ist von seinen Eltern in diese Entscheidungsposition ununterbrochen hineingedrängt. Das sind oft so Eltern, die sagen, was magst du denn heute essen? Gehen wir heute in den Zoo oder nicht? Das sind Entscheidungen, die kann ich schon mal gelegentlich einem Kind überlassen, das ist kein Problem, und damit einentscheiden lassen. Aber wenn es wirklich was geht, dann muss ich die treffen. Ein Kind ist viel zu befordert damit. Oder glaubst, das geht dir nicht gut, ich sehe, du schaust keine guten Augen heute. Willst du zum Arzt gehen oder nicht? Frage ich das ein Kind? Ganz viele Eltern, die fragen ihre Kinder ununterbrochen. Da ist eine Verschiebung. Die schätzen ständig ihr Kind da oben hin. Also wenn das immer genau weiß, wo es im Leben lang geht, dafür ist es noch nicht reif genug. Dafür ist es ja meine Aufgabe, es da hinzubringen. Und natürlich die Aufgabe der Entwicklung, aber das ist noch nicht so weit. Und das führt zu ganz massiven Problemen eigentlich in der Elternschaft, weil wenn ein Kind immer ein Alpha ist, dann lässt sie sich natürlich automatisch auch nicht mehr erziehen. Klar, ich kann diesem Kind nachher nicht sagen, du jetzt sitzt da mal ruhig auf dem Sessel, weil ich möchte mich jetzt mit dem Herrn da unterhalten. Das geht nicht. Ein Alpha-Kind sagt, ich sag, mit wem ich mich mit dem die du unterhältst, aber nicht du mir. Ja? Die Sechste hat sie was verschoben. Was auf der anderen Seite ein enormes Problem ist für das Kind selbst. So ein Kind ist unterversorgt an Sicherheit. Mhm. Weil es ja noch nicht reif genug dafür ist, solche Entscheidungen und so ein Leben schon zu führen. Das ist das Leben eines Erwachsenen. Da soll sie einwachsen. Aber das führt dann zu extremer Verunsicherung und wissen zum Beispiel heute, dass sehr viele Kinder die Diagnose ADHS haben. Genau das Bindungsproblem. Weil ein Kind macht es unheimlich nervös, wenn es die ganze Zeit unsicher ist. Und kein stabile jemanden hat, der sagt, da geht's lang. Natürlich ist es immer wieder dann auch ausprobieren und sagen, jetzt das wäre schon was mein Kind jetzt selber entscheiden kann. Magst du die roten Schuhe kaufen oder die grünen? Zu seiner Zeit kann ein Kind so eine Entscheidung schon treffen. Und dann darf ich sie mal überlassen, weil ich sie ja durchaus da hineinbringen darf, dass es auch selbst Entscheidungen trifft. Aber wenn es um was geht, ist das Hierarchie, und die braucht es. Auch wenn das Wort Hierarchie bei uns in der westlichen Welt etwas in Missgunst gekommen ist. Das ist genau das, was das ausdrückt. Die Mutter könnte das Kind nicht trösten, dass irgendwas Schlimmes passiert ist, schaut traurig, wenn sie nicht in Alpha wäre. Wenn sie jetzt da unten wäre, weil das Bild umgekehrt ist, lass mich trösten von jemandem, der da unter mir ist, da gehe ich nicht hin. Also das ist ganz wichtig. Zur Polarität der Bindung, wenn man das Bild, eben Alpha, Beta, ist laut Bindung ganz genau. Diese Anziehungsverhältnisse, die habe ich da jetzt vom Magnetismus, das kennt man, diese Magnet- oder Eisenstreifchen oder Eisenpartikel, die sich dann zeigen, wie die Linien laufen. Bindung ist ganz ähnlich strukturiert oder eigentlich gleich. Wir nennen bei der Bindung nur nicht Nord- und Südpol, wie beim Magnetismus in der Physik, wir nennen es Alpha, Beta. Und was dazu zu sagen ist, niemals eine Wertung. Alpha ist nicht besser, super, so wie wir das glauben, und schöner und toller, wie Beta. Es ist der Topf und sein Deckel. Da ist nicht das Beta, das immer das Ding. Ah, es gibt kein Alpha ohne Beta und kein Beta ohne Alpha. Das ist keine Wertigkeit drinnen. Bei Magneten kam man nicht auf die Idee, dass man eine Wertung macht.
Da gibt es einen Nordpol und einen Südpol. Die ziehen sich an. Wir dann oft werten und sagen, das Alpha, das sind die Supernen, die ziehen vorne aus, das sind die Starken. Das soll auch wippen. In einer guten Eheberatung zum Beispiel, Gordon Neufeld bietet auch Eheberatung an, erklärt er das immer wieder. Eine gute Ehe macht eine Art Wippe aus. Da ist immer einer der Alpha und der andere der Beta. Da ist der Starke, der zieht, der trifft eine Entscheidung, der darf sich ein bisschen ausruhen, der darf mit und dann kippt es wieder. Dann ist wieder er der Alpha und sie das Beta umgekehrt. Kann sich das auch aufteilen in einer Ehe? Sie ist im Haushalt immer die Alpha, die kennt sie aus. Was soll ich wieder jetzt machen? Ich kenne mich nicht aus. Umgekehrt ist er dann, was ich beim Auto reparieren. Das hat alles einen Sinn. Alpha, Beta. Aber es ist keine Wertigkeit. Es ist nicht etwas schlechter. Schlimm wird es immer, wenn einer sich immer im Beta ausruht und der eine immer ziehen muss. Der muss immer alle Entscheidungen treffen. Das ist voll anstrengend. Oder umgekehrt, wenn der eine einmal Entscheidungen treffen will und der andere lässt noch nicht. Also wenn dieses System nicht passt. Eine gute Beziehung ist ein Wippen. Hin und her. Und bei den Kindern und Erwachsenen, also Eltern-Kind-Beziehung, ist das jetzt ganz interessant. Diese Bindungsmechanismen bewirkt an sich, dass ein Kind an den Erwachsenen gut gebunden ist. Da entsteht ein Schutzkreis, das ist die Bindung. Da gibt es schon Freunde, super Freunde, Kindergartenfreunde, Schulfreunde und so weiter. Aber die Bindung passt. Und grundsätzlich können die schon sein, aber in die Bindung selbst kehren sie nicht eine. Das sind Freunde da draußen. Ja? Später, wenn das Kind älter wird, und das gehört zur Entwicklung dazu, wenn ich alle drei Reifeprozesse ausentwickelt oder einigermaßen entwickelt habe, ausentwickeln darf man sie nicht, darf man sie ein ganzes Leben lang nicht, gelingt es, viele Beziehungen, viele Bindungen nebeneinander stehen zu lassen. Wie der Sonne es gelingt, viele Planeten sich um sich kreisen zu lassen. Am Anfang gelingt es noch nicht. Ganz kleine Kinder gibt es entweder oder. Die Integration ist ja noch entwickelt. Entweder oder. Entweder sie kehren zu ihr oder zu denen. Aber wichtig ist, wenn die Kinder ganz klein sind, die Entwicklungsschritte noch nicht gelaufen sind oder noch nicht auf einem gewissen Niveau gelandet sind, dass ich dem Kind schon diese Bindung zur Verfügung stelle. Weil aus der lernen sie alles, was dafür braucht, dass sie sich dann als Individuum, als Persönlichkeit auch durchaus an Freunde binden kann und die aus gleichwertig und erfüllende Freundschaften wahrnehmen. Das ist wichtig. Und da habt ihr das Bild, wenn es umgekehrt ist, steht der Erwachsene auf der anderen Seite des Bindungspols und die kehren zusammen. Das ist das vorherrschende Bild heute in unserer westlichen Gesellschaft. Klassisch, sehr starke Frühbetreuung, die Kinder wenden sich nur mal unter ihresgleichen. Der Erwachsene generell, nicht nur die Eltern, nicht nur der Pädagoge, alle Erwachsenen sind abgeschrieben. Sie stehen auf der anderen Seite vom Bindungspol. Das ist eine sehr schwierige Situation. Wir berichten viele Lehrer, dass sie manchmal das Gefühl haben, dass sie in einer Klasse stehen und die da vorne nicht einmal mitkriegen, dass die Klasse betreten hat. Weil die sind so mit sich untereinander beschäftigt. Mhm. Da kann sie so auf den Tisch hauen. Das bringt nichts. Vielleicht einer schaut auf, aha, die da, ah ja. Nicht gebunden an die Erwachsenen. Da kann die von Salto schlagen. Wie zu uninteressant. Nächste Situation, was wir Lehrer öfters beschreiben, die Klasse arbeitet. Und es fällt irgendjemandem ein Bleistift runter von der Klasse. Alle Köpfe sind bei denen. Weil sie gleichmäßig, also, weil das so wichtig ist, was die anderen machen. Und wenn ihr als Lehrerin ans runter fällt, fällt kein Menschen auf, egal. Wurscht. Also diese Phänomene werden wirklich immer mehr berichtet jetzt auch. Und die kommen aus diesen Problematiken heraus. Zuerst schon gesagt, die dritte Regel der Bindung ist, Bindung macht verletzlich, wie wir gesagt haben. Je näher oder tiefer ich an jemanden gebunden bin, desto mehr kann er mich verletzen, also mein Herz verletzen, meine Seele verletzen. Und damit das nicht passiert, hat das Gehirn eine Fähigkeit. Es kann sich panzern. Ebenfalls eine chemische Fähigkeit des Gehirns. Das heißt, wenn ich zu sehr verletzt werde, aus der Bindung heraus, dann kann mein Gehirn sich, weil das ist unerträglich, Bindungsverletzungen sind unerträglich fürs Gehirn, kann es das chemisch wegpanzern. Das heißt, es fühlt das nicht mehr. Es will es nicht fühlen und es tut es weg. Ja? Das
nennt man Panzerungen. Wir haben oft bei den gleichaltrig orientierten Kindern ganz starke Panzerungen. Warum? Weil Gleichaltrige, wenn ich an Gleichaltrige gebunden bin, dann fort der Satz, du bist nicht mehr mein Freund, ich hasse dich. Was unter Kindern sehr oft fällt, der Satz. Massiv ins Herz. Massiv. Das war dasselbe, wenn ich als Mutter sage, ich hasse dich. Und das passiert leider natürlich, weil Unreife mit Unreife zusammentreffen sehr oft. Das heißt, viele gleichaltrig orientierte Kinder müssen eine ganz starke Panzerung aufziehen. Es geht gar nicht anders. Das Schutzsystem des Gehirns, es darf nicht alles zulassen, es wäre viel zu heftig fürs Gehirn. Diese chemische Panzerung, also das kann ich vielleicht nochmal sagen, das sind ja diese drei Emergenzfälle, Adaptation, Zell und Integration, blockiert diese Entwicklungen, weil eben das Herz nicht mehr offen ist. Das heißt, wenn ich mich heute entwickeln will, muss das System da oben im Gehirn funktionieren, das muss arbeiten. Wenn es aber verpanzern sich muss, weil es zu viel verletzt worden ist in der Bindung, weil es zum Beispiel ein Gleichartiger orientiert ist, dann werden automatisch die drei Entwicklungsprozesse blockiert. Das heißt, das Kind steckt in seiner Entwicklung fest. Da habt ihr mal nur diese eindrücklichen Bilder, die ich eh schon gesagt habe, wir leben in Bindungssystemen. Stellen wir sich vor, das Bindungssystem Sonnensystem würde sich auflösen. Das wäre eine heftige Geschichte. Das würde das Ende von uns allen bedeuten. Was bewirkt diese Panzerung, die ich zuerst gesagt habe, die sich das Herz oder die Psyche eigentlich, das Gehirn, sich geben muss, wenn zu starke Bindungsverletzungen passieren? Natürlich können Bindungsverletzungen auch ganz stark in der Eltern-Kind-Beziehung passieren. Ja, klar, wenn ich als Eltern halt nicht die Fürsorglichkeit aufbringen kann für mein Kind, ja, wenn ich halt kaum Zeit habe für mein Kind, obwohl es gar nicht immer nur die Zeit ist, ja, wenn ich das Alpha-Beta-System ins Wanken gekommen ist, das heißt, mein Kind sich in meiner Gegenwart nicht sicher fühlt, weil nicht ich der Chef bin, sondern das Kind die ganze Zeit, gibt es mannigfache Möglichkeiten, dann kommen diese Panzerungen raus. Und diese Panzerung bewirkt auch chemisch, dass Gefühle, das Gefühl im das Gehirn im limbischen System ja entwickelt oder hat, nicht mehr gefühlt werden. Und das Problem ist, wenn ich gewisse Gefühle nicht mehr fühlen kann, fühle ich auch zum Beispiel Gefühle der Angst nicht mehr und auch Gefühle der Verletzlichkeit nicht mehr. Das heißt, wenn ich Gefühle der Angst nicht mehr, also des Alarms nicht mehr fühle, das heißt, wenn ich halt nicht mehr gewarnt werde durch mein Alarmgefühl, durch mein Angstgefühl, dass ich da jetzt zum Beispiel mitten da auf der stark befahrenen Straße rumlaufe, dann begebe ich mich in höchste Gefahr. Wir haben diese Phänomene ganz stark. Das sind diese Kinder, die diesen Kick brauchen, die dann auf Waggons rumsegeln oder was da alles für tolle Sportartigen gibt mittlerweile und Mutprüfungen, wo sie sich massiv selbst gefährden. Da funktioniert dieses Gefühlssystem nicht mehr. Die sind weggepanzert. Das heißt, das Kind kann auch Alarm nicht mehr fühlen oder auch Angst nicht mehr fühlen. Aber natürlich auch die schönen Gefühle nicht mehr. Der Freude, das sind Kinder, die kaum lachen. Die sind immer nur cool. Cool sein ist überhaupt voll wichtig bei uns in unserer Gesellschaft. Cool sein. Kommt ja von kalt. Ne? Ja, kann ich verletzen. Lass mich nicht verletzen. Ich bin voll panzert. Und das ist jetzt eine Aufzählung von manchen Problemen, die dann aus dieser Flucht vor Verletzlichkeit, nennt man das auch, das Kernproblem für viele weitere Probleme ist, Aggressionsprobleme, Aufmerksamkeitsprobleme, Mobbingprobleme, weil beim Mobben gehören zwar dazu ein Opfer und ein Täter. Der Täter spürt nicht, was er anrichtet. Der ist ein richtiges Alpha-Individuum, ein sogenannter Bully, wenn man es auf Englisch nennt. Gibt es eigene Kurse über all diese Punkte. Lernprobleme, natürlich, ich kann mich nicht einlassen auf Fehler, die ich mache, daher lerne ich auch nichts aus ihr. Ja? Weil ich so viel Angst und diese Angst nicht mehr fühle, weil ich brauche das, dass ich sage, wow, da habe ich im Diktat für einen Fehler gehabt. Ich muss den Fehler kennen, ich brauche die Adaptionsmöglichkeit, ich muss es ja wissen, okay, nächstes Mal mache ich es nicht mehr so. Wenn ich dagegen verpanzert bin, geht das nicht. Leichtsinn, Rücksichtslosigkeit,
und auch die hypersexualisierten Beziehungen, die wir leider heute auch immer mehr haben. Sexualität ist überhaupt ein interessantes Thema, im Gehirn ein eigener Bindungsstoff. Beim zwischenmenschlichen Sexualität entsteht Sex ist eine Art Klebstoff im Gehirn. Er ersetzt kurzfristig Bindungsgefühle. Ihr wisst, wie wichtig Bindung ist. Und wenn ihr was habt, was so tut, als wenn es Bindung wäre, dann wirkt es enorm stark. Ist es aber nicht. Das heißt, das Gehirn wird getäuscht. Und wenn ihr halt viel Sexualpartner habt, wie das heute in der Jugend immer mehr im Vordergrund jetzt auch steht, also wenig tiefe Beziehungen, dafür viele Partner, ja, habe ich immer wieder Verletzungen in dem System, weil ja irgendwo doch eine Bindung entsteht, auch bei einer Nacht. Ja. Dann gibt es die Verletzung, weil sich der nicht mehr meldet, weil das ist alles so oberflächlich. Ja. Verletzungen passieren. Was passiert wieder? Durch die starke Bindungsverletzung kommt es zur Panzerung und so entsteht der Teufelskreis. Und eigentlich fast schon Suchtverhalten. Deswegen ist es so wichtig, dass die Beziehung zwischen Erwachsenen, also Eltern und Kind, eine gute Bindungstiefe erreicht, ganz wichtig, weil diese Bindungstiefe, diese Bindung zwischen die zwei, schützt von außen am besten. Dass der natürlich schon das verletzen kann, wir haben gesagt, tiefe Bindung kann verletzlich sein, ja? Aber ich werde als Elternteil nicht bewusst und nicht dafür sorgen, dass ich mein Kind ununterbrochen verletze. Sondern ich bin ja eigentlich derjenige, der schützen will. Das heißt, da ist von Natur aus dieser Schutztrieb, dieser Fürsorgetrieb da. Die Außenwelt hat das nicht unbedingt. Die werde ich aber nicht verhindern können. Die ist so. Die Welt ist manchmal grauslich. Meine Kinder, ich kann meine Kinder nicht ersparen, dass sie in ihrem Leben Dinge erleben, dass ein Freund zu ihnen sagt, ich will mit dir nicht mehr spielen, du bist nicht mehr mein Freund. Oder eine Schularbeit nicht gelingt. All diese Dinge, alle Frustrationen, alle Probleme, die ich haben kann im Leben, die kann ich meine Kinder oft nicht ersparen. Es geht nicht. Das versuchen viele Eltern halt. Es geht nicht. Das sind die Eltern, die bei den Lehrern drinnen stehen und mit Bomben und Granaten sagen, sie müssen es meinem Kind sehr gut geben, weil sonst gibt es was. Ne? Ich kann nicht jeden Stein im Leben meines Kindes wegkramen. Es geht nicht. Aber ich kann eine Bindung zur Verfügung stellen, die so stark ist, dass vieles nicht an Verletzung ans weiche Herz vom Kind rankommt. Das heißt, es darf weich bleiben und kann sich dadurch, also panzert sich nicht und bleibt dadurch weich für Entwicklung, für die drei großen Entwicklungsprozesse. Und das Bild sagt es nochmal ganz zum Schluss ganz gut. Wenn die Schnecke sich sicher fühlt und alles bestens ist und sie hat ihr Haus halt wieder oben, ne? Schutz da. Aber sie könnte sich nicht weiterentwickeln und aufs nächste Blatt krabbeln, wenn sie in ihrem Haus versteckt ist. Das geht nicht. Also Offenheit, gleichzeitig ist sie, natürlich wenn sie heraus ist aus ihrem Haus, auch verletzlich. Bindung macht verletzlich. Aber Bindung fördert Entwicklung. Weil so ist so. Da bleibt sie halt in ihrem Haus drin. Das heißt, ist die Bindung nicht tief genug oder nicht gut genug oder passt da was nicht, dann bleibt die Schnecke in ihrem Haus und Entwicklung, die drei Entwicklungsstränge kennen sie, nur sehr lapidar weiterentwickeln. Das ist eigentlich ein gutes Bild, die Schnecke, wer sich schützen muss, kann nicht offen sein. Wenn die Bindung passt, und das ist die Aufgabe von uns Eltern, und das ist ja auch von der Natur her vorgegeben, dass wir diejenigen sind, weil es von Anfang an so eingestiegen wird von der Natur, können wir am besten unsere Kinder über unsere Bindung schützen. Vor allem, was da passiert. Ich kann sie in der Adaptionsfähigkeit entwickeln lassen. Das heißt, sie können was betrauern, sie können traurig sein, sie können Dinge erkennen, die nicht funktionieren und andere Wege finden. Sie können den Integrationsreifeprozess ausentwickeln, können verschiedenste Gefühle gleichzeitig erfahren und auch fühlen. Und sie bleiben emergent, neugierig, tatendrang. Das sind die wichtigen drei Reifeschritte und nur wenn ich zumachen muss und mit Panzern muss vor allem, dann geht das nicht. Da habt ihr es dann nur einmal. Kann ich in Erfüllung fühlen, die alle hängen miteinander zusammen. Dissonanz fühlen, all das sind die Dinge, die ich dann kann, wenn das Herz offen bleibt und sich nicht panzern muss.
Und interessant, die Bindung an die Eltern und andere verantwortliche Erwachsene, also dieses System, das hierarchische System, die Bindung oder Fusion auch natürlich auch genannt, in Biologie nennt man es Fusion, weil das ist übrigens der Entwicklungsspann, heißt auch orthogenetisches Prinzip, gibt es auch in der Biologie und in der Physik, Herausbildung der Persönlichkeit. Das heißt, aus diesem guten Bindungssystem bleibt das Herz offen, bleibt es wach, die Entwicklung ist möglich, die drei Entwicklungsstränge können sich gut entwickeln. Und aus dieser Persönlichkeitsentwicklung ist es mir dann möglich, tiefe Beziehungen auch zu Gleichaltrigen zu haben. Ohne, dass ich meine Individualität, meine Persönlichkeit verliere über die Gleichheit, sondern ich bin meine eigene Persönlichkeit schon. Und dann ist natürlich auch eine tiefe Bindung an Gleichaltrige, an Freunde möglich. In der Integration. Wir sind alle Geschöpfe der Bindung. Ich hoffe, ich habe euch da jetzt ein bisschen was nicht gesagt. Elke, danke. Bitte, Gerdi, du sagst. Ich habe das schon einige Male gehört. Du hast das schon mal gehört. Aber ich lerne immer wieder was Neues. Es geht mir immer noch so, Josef. Auch wenn es ich immer wieder neu höre. Ja. Ja. Aber mir macht das in dem Zusammenhang natürlich natürlich die Rolle der Kinder zentral. Aber was mich also sehr, sehr stark beschäftigt, ist natürlich auch die Rolle der Eltern. Mhm. Und das ist, ich glaube, also das ist halt auch ein ganz wichtiges, also spannendes Thema. Genau. Also von Natur aus sind wir Eltern natürlich diejenigen, die dafür vorgesehen sind, diese hierarchische Oberposition zu sein, logisch. Ja. Wenn wir dies nicht einnehmen, dann gibt es Probleme. Ja. Oder kann ja auch nicht sein, weil wir es nicht einnehmen wollen, sondern weil wir es nicht einnehmen können. Ja. Ja? Aber dann ist es trotzdem so, dass ein Kind immer einen Ersatz in einer Erwachsenen-Situation braucht. Also es ist natürlich vorgegeben. Und das ein Kinderbetreuer, weil du diesen Vergleich vielleicht für den nochmal ausarbeiten, ein Kinderbetreuer, Pädagoge, das ist sein Beruf. Da kriegt er Geld dafür bezahlt. Der mag die Kinder schon gern. Ja? Viele Pädagogen machen ihren Beruf nicht deswegen, weil man so schöne Ferien hat. Ja? Im Kindergartenwesen sowieso schon lange vorbei. Also, und kriegen auch schlecht Geld. Aber es ist nie dieselbe Qualität, wie die Eltern-Kind-Bindung kann eine pädagogische Bindung an ein Kind nie erreichen. Und ob sie dann diese Bindungsqualität erreichen, wie ich euch gesagt habe, diese fünf Tiere, also diese Schritte durchgehen kann, dass die Entwicklungsreife des Kindes nicht blockiert wird, das wird bei einer so einer Art von Bindung praktisch fast nicht möglich sein. Was tun die Kinder? Nur dazu muss man sich vorstellen, haben wir eine Kindergartenpädagogin oder gehen wir in die Krippensituation hinein, eine Krippentante auf 8 Kinder in Österreich. Das heißt, ich muss mit 8 Kindern gleichzeitig sollte sie dieses Bindungsszenario schaffen. Ich muss euch ehrlich gestehen, ich schaffe es manchmal mit meinen 3 nicht. Die sind auch schon viel öder. Jeder, der mehrere Kinder hat, weiß das. Wie schwer es oft ist, gleichzeitig allen Kindern gerecht zu werden. Du musst das dann staffeln, sagst du, weißt was, in 20 Minuten habe ich dann Zeit für die. Ja, aber jetzt schaue ich mal, dass ich die Kleine mitkriege bei der Hausübung oder so. Ja? Also man kriegt da dann eine Routine eine und man strukturiert das dann. Aber wenn ich mir vorstelle, ich bin nicht Mama von diesen 8, die ich da habe im Krippensystem, also ich kann schon mal nicht auf diese natürliche Bindung ein, habe ich nicht zur Verfügung. Und dann noch zusätzlich 8 gleichzeitig, wo 2 oder 3 gerade gewickelt werden müssen, wo 2 oder 3 gerade malen wollen oder mich zum Kuscheln haben wollen. All diese Dinge, es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass ich diese Bindungstiefe erreichen kann, die ich euch gezeigt habe. Und daher ist es automatisch so, dass die Kinder, die in diesen Systemen aufwachsen, es ihnen nichts anderes überbleibt, aufgrund ihres Bindungsgehirns, sich an Gleichaltrige zu orientieren. Mit allen Folgen, die gleichaltrige Orientierung hat. Weil sie eben horizontal geht und immer vertikal. So, ich bin sicher, ja, es gibt beschäftigt euch sicherlich, wenn ihr jemand Fragen hat. Bitte gerne. Bitte schön, ja. Josef, ich habe eine Frage an dich. Ja. Diesen Satz habe ich wieder anders interpretiert. Cool. Ich habe diesen Satz interpretiert,
als Eltern sind eine bessere Kinderbetreuer. Das habe ich genommen. Mhm. Ich habe, ja, aber nicht gleichgeschlechtliche Paten, sondern Eltern. Und ja, natürlich. So, ich meine nicht Testtube-Babys oder irgendwas, aber Eltern. Und deswegen habe ich gedacht, diesen Satz. Was hast du gedacht? Ja, das ist wie die Elke am Anfang schon gesagt hat, natürlich ist es schon ganz bewusst, dass er ganz bewusst ist auch etwas polemisch gedacht. Ja, weil es soll sozusagen anregen, weil normalerweise denken wir gar nicht auch. Ich meine, es wird immer von Kinderbetreuung geredet, und ich kenne das von der Diskussion von qualitativer Kinderbetreuung, mhm. ja, und was damit gemeint ist, man, da könnte man auch drüber reden, mhm. aber ja, ich wollte damit das ein bisschen hinterfragen und wirklich, dass man sich dann ganz bewusst dass er auch damit auseinandersetzt, ja, dass diese Eltern-Kind-Beziehung eine Bindungsbeziehung ist. Ja. Ich meine, was wir von diesen Kursen auch ein so prägend dieser Satz, also den der Neufeld immer wieder bringt, wer sagt, ich meine, für ein Kind ist nicht entscheidend, was es tut und was ich in der Beziehung mache, sondern wer es für sie ist. Für ein Kind ist meine Mutter immer meine Mutter. Ja. Und das macht den Wert aus. Ja. Nicht was sie tut. Also das ist auch sicherlich wichtig erwarten. Diese Mutter-Kind-Bindung ist so entscheidend. Weil sie eigentlich von Natur aus so gemacht ist, um dem Prinzip in der Bindungsentwicklung gerecht zu werden. Ja, ja. Andere Bindungen durchaus auch, aber zu denen muss ich dann erst einmal reif sein. Wenn ich erwachsener Mensch bin ich natürlich in meinen Reifeentwicklungen so weit, dass ich zu anderen Menschen auch solche Bindungen aufbauen kann, zu meinem Ehepartner, zu meinem besten Freund. Das hat jetzt gar nichts mit Geschlechtlichkeit an sich zu tun. Ne? Kann ich. Aber ein Kind ist zuerst einmal, ganz am Anfang seines Lebens, auf dieses stabile Bindungssystem Mutter-Kind angewiesen. Und aus dieser starken Fusion, das ist das orthogenetische Bild, was euch zum Schluss gezeigt hat, aus dieser starken Naturbindung entsteht dann die Bindungsfähigkeit und Entwicklung und Persönlichkeitsentwicklung für später. Im Leben, und zwar fürs im Leben zu stehen und bindungsfähig zu sein. Ja, ja, ja. Also das ist wir tun im Moment in unserer Gesellschaft das Pferd von hinten aufzäumen. Und das geht aber nicht. Ja? Das geht nicht. Ich brauche zuerst am Anfang meines Lebens diese eine Bindung, dann greift die entwickelt sich in die Tiefe, dann macht das Schneckerl auf, geht in die nächste Bindung, kommt der Papa dazu, dann kommen die nächste Familienkreis dazu, die Oma, der Opa. Ja? Und so geht es immer weiter. Und so erweitert sich ja dieser Familienkreis. Und aus einer starken Familie kommen starke Persönlichkeiten. Also das weiß man natürlich eh. Ja? Das spürt man ja im täglichen Leben dann, wenn man solchen Menschen begegnet. Und das wird halt leider bei uns in dem System, was wir heute glauben, durch die Kinderbetreuung ersetzen zu können. Und leider auch immer früher. Das heißt, immer früher in meinem Altersbereich waren die Kinder, wo viele dieser Fähigkeiten noch nicht ansatzweise entwickelt sein können. Das heißt, je vor das gleichaltrige Orientierungssystem in ein Alter der Kinder hinein, wo sie noch nicht einmal ansatzweise überhaupt irgendwas entwickelt haben, also Integration, Adaption. Das heißt, ich durch diese starken Verletzungen, die da stattfinden, wir kennen das ja messen, es gibt ja die Kinder wie in einer Kindergrippenstudie, die ist ja hochinteressant. Man kann es auch wieder chemisch messen am Cortisolspiegel der Kinder. Da dann in Wien in Kindergrippen sind die, man kann das mit einem Wattepäuschen machen, in der Innenwand vom Mund hat man das bei Kindern gemacht.
je nachdem, ob sie gerade eingetreten sind in die Kinderkrippe, also gerade begonnen haben, nach 3 Monaten, 4 Monaten, das hat man sehr großräumige Studie gemacht, Universität Wien. Und da ist eindeutig eines herausgekommen, die Kinder haben einen Cortisolspiegel in der Kinderkrippe wie ein Burnout-Patient. Und zwar dauerhaft. Und dann muss man sich mal vorstellen, ob Entwicklung da möglich ist überhaupt. Also den Schwachsinn, den man heute die ganze Zeit hört, ich gebe mein Kind möglichst bald in die Kinderkrippen, weil da lernt es was fürs Leben, ist ein totaler Schwachsinn. Im Gegenteil, ich blockiere es. Und wir spüren es auch. Ja? Wir merken das dann auch an diversen anderen Tests nachher, an Schuleinschreibungen und sonst was. Und das Gemeine ist ein bisschen, dass solche Kinder, die sehr frühzeitig mit dem zurechtkommen müssen, sehr wenig erwachsene Bindungspersonen zu haben, ja? Sondern eher in der gleichaltrigen Orientierung sind, die sind sehr eloquent im Auftritt eigentlich. Weil die Kinder sind hochbanzert, der geht da mit jedem mit, der hat ja kein Angstgefühl mehr. Dieses Kind hat kein Angstgefühl. Dieses Kind, dem kannst du eine neue Frau Lehrerin hinsetzen und sagen, ja, grüß dich. Das sind Kinder, die unheimlich offen auf alles zugehen. Aber nicht deswegen, weil sie so reif sind, sondern deswegen, weil sie so gepanzert sind und keine Angst empfinden. Die gehen dann mit einem bösen Menschen da draußen auch mit jederzeit, vor dem wir es eigentlich so warnen wollen, steige ich auch nicht bei wem Fremden ins Auto. Ja? Oder geh mit ihm mit. Diese Kinder haben kein Angstgefühl. Sie binden sich an jedem, sie gehen überall hin. Und dadurch bleiben ihre Bindungen aber immer nur ganz an der Oberfläche. Sie gehen nie tiefer rein. Was aber, wie gesagt, notwendig ist, um diese Entwicklungsprozesse auszuformen. Was dann wieder im Endeffekt auffällig wird später, wenn ich später mit 15, 16 keine Adaptionsfähigkeit habe und ich kriege eine Lehrstelle und der Chef sagt mir, du ramm bitte da hinten das Werkzeug zusammen und ich habe aber jetzt gerade was anderes vor, weil ich will mir jetzt gerade die Bohrmaschine anschauen, dann habe ich schon ein Problem, wenn ich keine Adaptionsfähigkeit habe. Detto kann ich es nicht integrieren. Das sind dann so Kinder, die am nächsten Tag zur Mama sagen, bleiben sie im Bett und sagen, die Mutter sagt, ja, was ist heute, du hast wieder zweiten Tag, Arbeitstag, du musst in die Lehre, nein, um Gottes Willen, jetzt haben wir gerade geschaut, du hast einen Lehrplatz endlich, ne? Das interessiert mich nicht. Ja? In dem Alter kann ich praktisch nichts mehr machen, bei einem 15-, 16-Jährigen. Was soll ich da noch machen? Der ist schon sehr schwierig nachher. Man gibt immer noch, das ist die gute Nachricht, diese Bindungsdinge kann man auch immer wieder nachholen. Ja. Es ist nur nicht wie ein Lichtschalter. Es geht ja, dann, ich muss das immer in der Beratung sagen, das sind schon Prozesse, die dann länger dauern. Ich kann nachher nicht sagen, so, jetzt haben wir gute Freunde und jetzt bin ich deine Mama oder jetzt bin ich dein Papa. Das geht nicht. Weil das ist das, was Gordon Neufeld mit dem Satz gemeint hat, den du ausgesprochen hast. Wichtig ist nämlich, wer wir für unsere Kinder sind. Nicht, was wir machen. Ich kann auch Fehler machen als Mama. Ich kann, was ich... Ja, nicht die perfekte Mama sein. Ich kann Alkoholikerin sein. Ich kann im Leben es nicht geschafft haben, jetzt den großen Karriere zu machen oder sonst irgendwas. Das spielt für mein Kind keine Rolle, was ich gemacht habe. Wer ich bin für es, bin ich seine Mutter. Mit der ganzen Bindungsintensität, die dazu notwendig ist. Und das geht's. Und wenn das funktioniert, sind wir die besseren Kinderbetreuer. Nur für mich ist das Kinderbetreuer viel zu eng gefasst, dass man sagt, das kann die Dimension der Elternschaft nur ansatzweise ausdrücken. Und das ist da, glaube ich, gegangen. Ja, ja, das war ganz... Aber du hast das eh richtig polemisch gemeint. Ja, weil totalitären Systeme haben die Bindungsfähigkeit des Menschen ausgenutzt. Genau. Politisch. Genau. Ob das jetzt die Sowjetunion war, das Hitler-System, alle haben kapiert. Alle haben ganz genau gewusst, genau. Sie müssen an die Kinder rankommen, möglichst früh. Die DDR hat das Krippensystem Adolf Hitler, Napola, Zeltlager, genau, wunderbar. Ja. Ja. Das heißt, weg von den Eltern, rein in die Gruppe, betreut und auf staatlichen Prinzipien. Dann habe ich im Bindungssystem, ganz genau. Und ich kann sie ziehen, wohin ich will. Ganz genau. Und das haben die ja ganz genau gewusst. Genau. Ja. Natürlich, ja. Das wissen die schon seit Platon. Ja. Platon, Aristoteles hat da auch schon gewusst. Ja. Ja. Nur wir wollen es wieder nicht erkennen. Das Problem ist natürlich, durch den Missbrauch sind wir in der Nachkriegszeit wahrscheinlich dann sehr, sagen wir mal, übervorsichtig geworden, auch was dann die Eltern-Kind-Beziehung betrifft. Das hat ja angefangen in den 50er, 60er in den USA. Genau, da gab es ja diese Vorbilder, diese Schulen, Sonnenfeld oder was weiß ich. Nein, anders irgendwie. Bitte?
Samuel. Ja, du hast mir diesen gegeben, ja. Ja, Samuel war ja sehr demokratisch. Das Kind kann natürlich sich alles aushandeln mit seinem Betreuer, mit seinem Lehrer. Da gab es Bücher drüber. Die haben wir damals in den 60ern alle gelesen. Ja, Augenhöhe von genau. Ja, genau. Die Erziehung auf Augenhöhe, wie das alles geheißen hat. Ja, da hat ja, das klingt ja alles immer so wunderbar. Ja, ja, ja. In den 70er Jahren hat sich das weiter gefestigt, genau. Und so weiter. Aber das Natürlichste der Welt, was, ich habe halt schon, weiß nicht, ob ich das noch schnell erzählen soll, diese Geschichte, nicht nur wir sind natürlich Bindungswesen, sondern es gibt die Säugetiere, die zwar nicht so hoch so entwickelt sind wie wir, aber sie sind natürlich auch Säugetiere. Also Säugetiere beinhaltet ja schon, dass wir uns um unsere Jungen kümmern. Das heißt, die kommen eigentlich unfertig auf die Welt. Und wir kümmern uns eine gewisse Kindheitszeit um sie und bringen sie ins Leben. Das Erwachsene, das Elterntier, unter Anführungszeichen. Das ist vielleicht ein bisschen extrem ausgedrückt. Aber, und interessant ist, ich habe Josef erzählt, ich wollte eigentlich, wie ich eine junge Schülerin war, also knapp vor der Matura, war ich fix davon überzeugt, ich wäre Meeresbiologin. Mich hat das so fasziniert, ich war ganz von Meer und so weiter fasziniert und war ganz besonders fasziniert von den Orcas damals. Ich habe alles gelesen, was es über Schwertwale gegeben hat und so weiter. War das sehr, und war immer sehr traurig, dass diese Tiere damals, vor 20 Jahren, auf der Watchlist gestanden sind, auf der roten Liste der hoher Aussterbung, also groß Gefahr, dass sie aussterben. Es hat nur mal ein paar wenige gegeben und überall ist gestanden, in alle Zeitschriften, die werden aussterben. Und ich habe das immer sehr traurig gefunden. Und heute, also vor einem halben Jahr, sehe ich eine Dokumentation. Ich bin dann was anderes geworden, ich habe dann eigentlich Jus studiert. Sehe jetzt eine Dokumentation von einem halben Jahr, wo genau das Gegenteil erklärt worden ist, von vielen Wissenschaftlern. Das war eine hoch tolle Dokumentation. Die sind überhaupt nicht vom Aussterben mehr bedroht. Die haben sich über alle Weltmeere verteilt. Alle Weltmeere, einschließlich des Mittelmeers, hat man schon welche gesehen. In Australien sind es mittlerweile eine Plage. Da waren sie wohl vorher nie. Das heißt, in den letzten 20 Jahren hat sich diese Spezies irgendwas geschafft, was eigentlich uns Menschen vorher vorbehalten war. Wir haben das nämlich geschafft. Wir haben auch so eine schnelle Entwicklung hinter uns. Wir haben jeden Winkel der Erde, können wir schaffen. Ja? Wir hucken uns halt auf den Nordpol auf und schaffen es dort auch überleben, auf den Südpol auch. Und die Orcas haben das jetzt witzigerweise auch geschafft und sie haben sich zu einer Population entwickelt, die nicht mehr vom Aussterben bedroht, im Gegenteil fast zur Plage wird. Wie ist das gegangen? Das hat diese Dokumentation bearbeitet. Und zwar deswegen, die haben gelernt, andere Beutetiere zu jagen. Die waren zuerst in den Eismeeren, dort haben sie eine bestimmte Art von Robben gejagt. Das hat nicht mehr funktioniert, weil es die Robben nicht mehr gegeben hat. Dann haben sie eben fast vom Aussterben bedroht. Dann haben sie angefangen, andere Robben und anders zu jagen. Und zwar dürfte irgendein Orca mal draufgekommen sein, dass man am Strand, wenn man sie da ausgewuchtet von der Flut, dann könnte man so eine Robbe auch vom Strand runter zupfen. Das haben die perfektioniert. Und da sind sie auch draufgekommen, die Forscher, die haben nicht so schiere Geschwülste jetzt da, die Tiere. Und dann sind sie drauf, zuerst haben sie geglaubt, die sind krank, das sind irgendwelche Pilze. Dann sind sie drauf gekommen, nein, das kommt vom Zurückroppen wieder zurück ins Wasser. Weil die Brustflosse ist mit, der Kiefermuskel, mit dem Kiefermuskel verbunden beim Orca. Und das, wenn der zurückroppt vom Strand ins Wasser, muss er seinen tonnenschweren Körper da zurückroppen, dann reißt er ihm da die Haut und dann entstehen sie Geschwülste. Das sind wir drauf gekommen. Und warum hat es jetzt so eine starke Vermehrung gegeben? Weil die ihren Kindern, sind stark sozial lebende Tiere im Familienverband, sofort das neue Wissen weitergeben. Die lassen sie an der Jagd mit teilnehmen, auch wenn sie wissen, dass die Jagd, wenn die Jungen dabei sind, nicht funktioniert, weil die ungeduldig sind. Es wird sofort von Generation auf Generation weitergegeben und dadurch kennen sie die jetzt alles, weil die haben jetzt einen Haufen Beutetiere, die sie jagen. Deswegen geht in 20 Jahren von der Watchlist auf Plage. Da sieht man, wie schnell regenerativ die Natur wirken kann. Und wir Menschen sind ja auch so. Wir können uns wahnsinnig schnell an neue Gegebenheiten anpassen. Aber nur dann, wenn wir die alte Generation, die Neuerungen, die neuen Errungenschaften, die Anpassungen sofort an die Junge wieder weitergeben kann. Das hätte bei den Orcas nicht funktioniert, das habe ich Josef gesagt, wenn die Folgendes gemacht haben, so wie wir es heute machen. Die hätten eine geschützte Bucht. Da setzen sie eine Walkuh hin und alle Jungen auch rundherum. Die Walkuh kümmert sich köstlich um die. Kein Thema. Denen geht nichts an. Aber die Jagdstrategie hätten sie nie gelernt, die Neuen. Es ist unmöglich, dass sich diese Spezies hätte sich nicht erholen können. Und genauso arbeiten wir auch.
natürlich viel anders entwickelt, keine Frage, wir sind die höchst sozial entwickeltsten Lebewesen auf der Erde. Aber bei uns noch viel mehr in diese Richtung. Und wir geben das im Moment gerade ab. Wir entwickeln uns in einer Art staatenbildenden Insektenstaat, sage ich mal. Da gibt es einen, jetzt haben wir gerade das Fortpflanzungsmedizingesetz, ne? Es gibt eine, die dann noch Kinder kriegt, die werden dann von Pflegebienen auf, Pflegemenschen, haben wir ja eigentlich schon. Heute tun die Mütter, die eigentlich vor wenigen Jahrzehnten sich um ihre Kinder gekümmert haben, andere Kinder pädagogisch betreuen für Geld in Kinderbetreuungseinrichtungen. Der andere Teil der Frauen arbeitet in die Pflegeheime für alte Menschen. Aber die eigenen Kinder, da muss ich dann zahlen, dass ich sie in eine Fremdbetreuung stecke. Weil sonst könnt ihr ja nicht arbeiten gehen. Das ist ja eigenartig. Das ist ja nichts anderes als eine Umverteilung. Aber die Beziehung zu den Einzelnen in der Familie leidet enorm darunter. Deswegen gibt es auch keine Weiterentwicklung. Und Aggression wird massiv geschürt. Weil Frustration, das ist ein eigener Kurs, Frustriertes, wenn wir frustriert sind dann und keinen Weg über Adaption und Integration hinausfinden, dann ist der vierte Ausgangspunkt, wenn man sich das wie so einen Verkehrskreisel vorstellt, die Aggression. Das heißt, unsere Gesellschaft wird immer aggressiver. Und das nützen dann wieder natürlich, wie Sie richtig gesagt haben, totalitäre Systeme. Na gut, weil die Gruppenbildung ist ja wahnsinnig abhängig auch wiederum von der Medien, von der Medienlandschaft. Mhm. Ja, die Gruppe orientiert sich jetzt an den modernen Medien und kriegt ja da ihre sogenannten Informationen. Das ist ja ganz klar. Mhm. Und was da daherkommt, wird dort verarbeitet in der Gruppe. Ja. Ja. Beeinflusst. Ja. Aber natürlich nur solange diese Medienlandschaft, wie sie es ja offensichtlich ist, in einer starken Alpha-Position ist. Die bringt ja diese, wenn man heute in die Zeitungen schaut, ewige Jugend. Es ist ja kein erstrebenswertes Ziel halt mehr für ein Kind. Merkt es auch immer wieder, wenn ich so Kinder frage und freust dich schon, wenn du groß bist. Das hört man gar nicht mehr bei den Kindern. Die Kinder finden es halt nicht erstrebenswert oder viele Kinder nicht. Nicht erstrebenswert, groß zu werden. Für mich war ja noch jeder Geburtstag, den ich geschafft habe, wow, das war so super, wie ein Wiederjahr da als Kind jetzt. Jetzt halt freut man sich wieder, wenn es nicht so schnell geht. Aber, aber früher ich war das. Ich glaube, bei uns war es gleich in Angebot, wir wollten kein Kind sein. Also ich wollte das nicht. Ich wollte gleich groß sein. Genau. Ja. Also, ich habe da immer sehr betrauert, dass ich Kind bin. Genau. Ich habe gedacht, was ich alles nicht darf, was ich für Nachteile habe. Sie wollten groß sein. Das Sie wollten nacheifern. Das heißt, einen irrsinnigen Nachteil empfunden, ein Kind zu sein. Genau, ja. Also, das war ganz, früher so. Das war nicht gut. Aber früher waren wir als Kinder so, dass wir uns möglichst rasch reicht werden. Wir haben das Vorbild, die waren da, die kennen alles entscheiden, die dürfen entscheiden, wann sie ins Bett gehen und so weiter. Und heute, wenn man Kinder fragt, finden Sie das überhaupt nicht erstrebenswert? Nein, das ist richtig. Ich sehe es ja auch meinen Kollegen, die heute so zwischen 25 und 30 sind, aber eigentlich so von fähigen Verantwortung übernehmen, eher zurückhaltend sind. Kinder haben keine Verantwortung. Ja, also am Freitag um 12 möchte ich dann schon gehen. Gell? Ja, genau. Also da sieht man schon ganze gesellschaftliche Entwicklung. Selbstverständlich. Das heißt, das hat sich um 10 Jahre verschoben. Wie Sie das ja am Anfang gesagt haben. Und Sie haben dann gefragt, was ist die Ursache dafür? Da kann man sicher lang philosophieren drüber. Das ist gar nicht so einfach zu beurteilen. Aber dass es so ist, das sehen wir tagtäglich. Ja, selbstverständlich. Auch im Berufsleben natürlich. Ja. Ja, also und es wird immer schwieriger, auch für Arbeitgeber, sogenannte Arbeitgeber, dann überhaupt noch für uns dann einen Ersatz zu finden. Genau. Ja, sag ich ganz diese hart. Generation, die so noch aufgewachsen ist, ist richtig. Genau. Weil das Durchhaltevermögen bei der jungen Generation ist mir immer wahnsinnig. Weil der sagt, was will denn der Chef? Was weiß ich? Weißt du, jetzt ist 12.30 Uhr. Das interessiert mich eigentlich jetzt nicht mehr. Auch ein Rat oder sagt, du musst die Maschine so und so benutzen. Wieso? Interessiert mich jetzt gar nicht. Ja, es ist aber auch so, die Kultur, sich jetzt auseinanderzusetzen und für eine Meinung zu kämpfen, ist praktisch auch null inzwischen. Ja. Ist ganz hart, ich sage das jetzt so. Ja, da ist es ziemlich wurscht. Ja. Also das sind schon, aber wie gesagt, ich glaube, dass es auch immer wieder gesellschaftlich so Art Sinus-Wellenbewegungen gibt. Ja. Man darf nicht vergessen, Gott sei Dank, hoffentlich schaffen wir es vielleicht einmal, dass wir mit unserem Bewusstheitsgrad, der sicher ein hoher ist bei uns Menschen, vielleicht das einmal schaffen, nicht wieder die Sinuskurve so weit runterrutschen müssen und wieder von Anfang anfangen müssen, sondern vielleicht schaffen wir es einmal doch den Schritt nach oben. Also das wäre sehr erstrebenswert. Weil im Moment sich so eine Wellenbewegung. Das heißt, irgendwo, wenn es an der Gesellschaft recht gut geht, wir jammern ja oft auf hohem Niveau, sage ich immer. Wir haben alles. Ja.
wir haben keinen Hunger, wir haben eine warme Wohnung, wir haben, wo es natürlich immer mehr Leuten nicht so gut geht, ja. Vor allem in der Organisation, das merke ich immer mehr, es fällt immer mehr Menschen schwer, bei allen Rahmenbedingungen, die die Gesellschaft halt voraussetzt, also das heißt, ich eigentlich nicht hungern muss, ja. Dann gibt es so Hilfseinrichtungen und so weiter. Aber die Menschen kommen dort gar nicht mehr hin, weil sie sich nicht mehr helfen können. Also ja, es ist eigentlich, ich sage immer mal, die heutige Armut, also materielle, wenn jemand das sagt, ist eigentlich ist ein Ausdruck einer viel größeren Armut, eben dieser Bindungsarmut. Genau, ja, das ist richtig, ja. Ja. Weil wenn ich ein Land bin, also ich meine, worauf nur ein Kind hoch oder vielleicht zwei und ich habe keine Familie, fast ja. Dann wird es hart, ja. Dann wird es zwar nicht hart, dass ich mir jetzt tatsächlich kein Stück Brot mehr erwische, ja. Genau. Aber es ist einfach, es ist da hinten einfach nichts mehr da. Ja? Und deswegen ist natürlich eine Familie schon eine ganz diametral wichtige Basis für alles. Hat noch jemand eine? Du hast noch? Zwei Fragen. Ich sollte nämlich schon längst nur sein. Oh je! Aber es war so interessant und finde ich auch sehr toll. Zwei Fragen. Da gibt es ein Buch von Neufeld. In Deutsch nur oder in Englisch? Nein, gibt es beides. Erhältlich bei Ihnen oder Sie können es im Buchhandel oder. Ich habe es jetzt halt leider gar keins mit, normalerweise. Ich hatte deinen Link schon. Wir sehen uns eben morgen. Wir sehen uns eben. Das ist genau. Sie können es aber gern eingeben in Google. Unsere Kinder brauchen uns vom Schweißbein. Sie kriegen es bei Amazon, Sie kriegen es beim Genius Verlag. Es ist überall erhältlich. Und jetzt wollte ich noch fragen, ob Sie morgen noch da sind. Nein, die waren nur für heute. Nein, ist okay. Wäre sicher interessant gewesen, ja. Morgen, ja. Nein, leider. Bei der nächsten. Ja. Aber wie haben Sie jetzt da? Sie sind ohne Essen. So jetzt. Sie haben sich die schönste Plätzle ausgesucht. Ja, ja. Ist also, auch schon gebringt auf die schönste Bundesland. Ich mache so, ich lasse ein paar Katerl da, wenn wer Interesse hat. Genau. Ja, können Sie sich die gerne nehmen und jederzeit kontaktieren, wenn es. Irgendwo mal wieder ein Vortrag oder für, ich meine, übrigens, das ist der Bindungsgrundlagenvortrag, den ich heute gehalten habe. Im Normalfall, das ist immer so ein Grundlageneinstiegsvortrag. Also im Normalfall können wir natürlich in den Themenbereichen auch massiv Aggressionsverhalten. Zu dem wird ja eben eine Frage gehabt, genau. Aber bitte. Wenn Sie da in Salzburg wohnen, ja. Ich wohne auch in Salzburg, ja. Dann. Ich wohne in der Nähe von Zell am See. Ich komme immer wieder natürlich einmal nach Salzburg, jetzt ist alles kein Thema. Sie kennen mich gern, können Sie gerne noch ein Kattel nehmen und aber ich muss nämlich, es wird schon längst da sein. Also, lass auch von mir da und ja, gern. Nehmen wir uns mit. Gell. Dankeschön. Eine Galerie haben Sie? Ja, dann schauen wir. Das sieht ja ganz schön aus. Da muss ich mal mit hinschauen. Würde ich Sie gerne einladen. Gern, dankeschön. Wir sehen uns morgen. Hast du noch Fragen? Echt los. Ja, ich hätte noch eine Frage. Bitte, gern. Und zwar, die Bindung, wann findet die statt? Also, in welchen, oder wie lang ist der Zeitraum circa, wo diese Bindung geleistet ist? Also, da. Gehen wir es durch. Sinnesbindung ist Säuglingsalter, die ersten paar Monate. Gleichheit haben wir ungefähr im ersten Lebensjahr. Zugehörigkeit und so weiter, das ist beim dritten Lebensjahr angesiedelt. Oder zweites, drittes Lebensjahr, fünftes Lebensjahr hat man dann siebtes, achtes Lebensjahr. Aber das geht immer her mit den drei Entwicklungslinien. Das heißt, wenn die Bindung stockt, stocken die auch und ungefähr, die haben eine Rückkoppelungswirkung. Das heißt, dann ist auch wieder die Bindung gestört. Leider. Das ist ein System, was ineinander wie ein Zahnrad funktioniert im Gehirn. Und wenn das eine blockiert ist, blockiert das andere umgekehrt. Das ist leider immer so ein bisschen eine Teufelskreissituation. Auf der anderen Seite durchbricht man einen Teufelskreis, werden auch beide Systeme sofort besser. Also ich kann an Bindung, wenn ich irgendwo Bindungsdefizite habe, ein Leben lang das wieder verbessern. Es gibt nicht irgendwas, wo ich sage, so wie man früher gesagt hat beim Alkoholismus,
wenn ich irgendwann einmal keine Gehirnzellen mehr, weil immer irgendwo bei jedem Schluck Alkohol gehen so und so viele Gehirnzellen drauf. Das ist mir drauf gekommen, dass das überhaupt nicht so ist. Also das Gehirn ist enorm regenerierfähig auf der Ebene und auch bei den drei Entwicklungslinien ist immer nach oben hin alles viel möglich. Nur ich muss halt praktisch die Rahmenbedingungen langsam wieder einstellen in den richtigen Bereich und dann geht es auch wieder weiter. Aber man kann sagen, 6., 7. Lebensjahr, weil die Schulreife instinktiv hat man die vor 150 Jahren, wie die Schule begonnen, wenn man die Schule eingeführt hat, hat man die eben im 6. bis 7. Lebensjahr angesetzt, weil man gemerkt hat, aha, da ist eine gewisse Persönlichkeitsreife da. Also da kann man sagen, ist ungefähr diese Tiefe erreicht, dass die drei Stränge so weit stabil sind, dass eine Persönlichkeitsentwicklung jetzt auch außerhalb der strengen familiären Beziehungen oder engen informellen Beziehungen noch dazukommen können. Das heißt, an sich ein gut bindungsentwickeltes Kind, 6., 7. Lebensjahr, wenn alles gut gelaufen ist, kann sich sehr wohl auf eine Lehrperson gut einstellen. Dort in ein gutes Bindungssystem eintreten, in einer Klasse als Individuum gut funktionieren. Sollte es vorher Blockierungen gegeben haben, was aber leider heute immer häufiger der Fall ist, weil wir zu früh betreuen, ja, das heißt, wir blockieren die Safe-Systeme, dann entsteht dieser Teufelskreis. Dann kann so ein Kind sich auch später an eine Lehrerin nicht so binden, wie es zu einem Erwachsenen gehört. Sondern es bindet sich wahrscheinlich wieder an die Gleichaltrigen. Wird zuerst vielleicht gar nicht so auffällig sein, aber dann später, in der Leistungsfähigkeit, kommt es meistens schon heraus. Ja? Also, nur leider wird uns halt im Moment eigentlich genau das Gegenteil erzählt. Ja? Ja, das sind Regelkreise. Technisch ausgesprochen. Ja, genau. Sie sind Regelkreise. Mhm. Was in unserem Gehirn oft so ist, dass alles aufeinander Wirkungen hat. Genau. Da sind wir ja noch am Anfang der Wissenschaft. Man kann sagen, also das Gehirn ist ja jetzt überhaupt, es ist jetzt ein Boom. Amerika schüttet wahnsinnig viel Geld da ein, also Gott sei Dank. Ja. Die forschen da jetzt massiv, in Europa wird leider überhaupt kein Geld dafür ausgeben. Wir krapseln in der Psychologie und in der Neurologie immer nur dort rum, wo Sigmund Freud rumgekrapselt ist. Ja, aber fast. Also wir haben den reinen Behaviorismus in Europa, die Entwicklungspsychologie, was das ist, das heißt, der Behaviorismus geht schon wieder Behavior nach dem Verhalten. Das heißt, ich habe ein Verhalten und checke es durch und sage, das passt und das passt nicht und das kommt das Medikament, das, die Therapie. Der Entwicklungspsychologe geht, sagt ja, Verhalten, schaut sich natürlich auch das Verhalten an und sagt, warum so? Warum verhält sich das Kind so? Nicht Verhalten gecheckt, aha, kann nicht ruhig am Sessel sitzen, aha, ADHS, aha, Ritalin, sondern der Entwicklungspsychologe hat schon auch das Repertoire der Verhaltenstherapie dabei und auch der Medikamentation, keine Frage. Aber er kann nicht ohne Ursachenforschung weiterarbeiten. Das heißt, er ist eigentlich der Ganzheitsmediziner drunter, sagen wir mal so. Genau, das ist das Wort. Genau. Genau. Aber das kommt auch bei uns schon. Kommt jetzt ganz stark. Ich sitze selber. Richtig, ja. Wenn ich mit meinem Arzt jetzt rede, entwickelt sich auch weiter. Ja, total. Er sagt, hat mir jetzt auch mal gesagt. Ja. Also er macht auch seine Fortbildungskurse, es geht alles Richtung Ganzheitsmedizin. Ja. Auch in seinem Metier. Ja. Das lässt sich gar nicht aufhalten. Gott sei Dank. Na, Gott sei Dank. Ich habe es jetzt vor kurzem einen Workshop hat das geheißen. Das ist der ehemalige Chef von Wagner Jauregg in Linz. Klassischer, an sich behavioristisch ausgebildet, klarerweise 40 Jahre in dem Dienst so gearbeitet und hat gesagt, er muss alles umschmeißen. Er ist jetzt in Pension und beschäftigt sich natürlich wieder mit Psychologie, auch noch immer, und Entwicklungspsychologie, sagt, also wie wenn es ihm mit Schuppen von den Augen fällt hat. Also da passiert jetzt ganz, ganz viel, muss man sagen. Dankeschön, willkommen. Bitte? Man soll in der Schule das Ganze hören. Genau. Das ist wichtiger als wir. Das ist aber jetzt in. Ja, es ist eigentlich, ich könnte einige etliche Dinge also auch zitieren, was zum Beispiel also in der Schule, was da falsche Dinge vermittelt werden, was auch im Ethikunterricht, also ich glaube, also einige Unterlagen also vom Ethikunterricht, da wird genau das Gegenteil gelehrt. Also da wird Weil man hier davon ausgeht, also weil, dass Mann und Frau Feinde sind und auch die Kinder Konkurrenten. Man geht von einem völlig falschen Verständnis. Was Gordon Neufeld, weil Sie Schule ansprechen, ist schon interessant. Gut, das er sagt, Schule darf, das muss zwangsläufig verschlimmern. Wenn das Bildungssystem in der Schule funktioniert, ist das super.
Aber das Grundsätzliche ist, und das vergisst man halt, das habe ich auch heute gestern gerade, ich war gestern im Schulpartnerforum bei der Frau Bundesminister Heine Schossack, heute versteht man nicht, dass es wie ein dreischenkeliges Dreieck sein muss. Eltern, Schüler, Lehrer. Das heißt, es müssen die Bindungen alle zueinander auch funktionieren. Das heißt, ich muss als Elternteil auch mit dem Lehrer versuchen, eine Bindung hinzubekommen. Um das geht's. Und zusammen für das Kind. Aber es darf nicht in Konkurrenz sein. Und im Moment sind wir aber in Konkurrenz. Wenn ich halt mit Lehrer rede, sage ich, die blenden Eltern. Wenn ich halt mit den Eltern rede, die blenden Lehrer. Und das Ganze vor den Kindern, und das muss man sich jetzt einmal vorstellen, was in einem Kindergehirn vorgeht, dass wenn die Mutter in der Früh sagt, du gehst halt in die Schule rein, wieder, es ist 8 in der Früh, du gehst, wo du am Vortag das Kind gehört hat, der Lehrer ist das Blödeste, was man sich nur vorstellen kann. Wie soll das funktionieren? Das geht nicht. Weil das Kind ist ans Elternhaus gebunden, soll in der Schule auch eine Bindungssituation zur Lehrerin schaffen und eingehen, damit es unterrichtet werden kann. Und das kann so nicht funktionieren. Also da sehe ich ganz große Probleme, dass das Verhältnis Eltern-Lehrer schon nicht stimmt und auch des Bildungssystems grundsätzlich nicht. Da wollte man die Elternschaft weghaben, kommt natürlich aber jetzt schon wieder drauf, weil ich jetzt ununterbrochen bei den Sitzungen, wir müssen die Eltern wieder reinholen, weil man merkt, man kommt halt nicht weiter. Ja? Mhm. Umgekehrt haben die Eltern schon abblockiert, weil die Lehrer sind alle blöd, die bringen unseren Kindern nichts bei. Also da ist irrsinnige, im Moment eine verkrampfte Situation zum Schaden unserer Kinder. Weil unsere Kinder taten sich viel leichter und viele Probleme würden gar nicht entstehen, wenn Elternhaus und Lehrerschaft an einen Strang zieht. Ja, klar. Da kann Schule auch was total Schönes sein. Ja? Wenn ich gut entwickelt habe in der Schule was Schönes. Also ich habe meine Schulzeit eigentlich nicht als negativ im Kopf, ich habe es als sehr positiv im Kopf. Also ich hoffe auch an meine Kinder, also ich versuche das immer wieder herauszufinden. Ich bin allerdings auch was meine Kinder betrifft, ich bin im Elternverein und schaue, dass ich da wirklich mehr einbringe, dass ich den Lehrern den Eindruck gebe, auch wenn jetzt nicht jeder Lehrer mir sympathisch ist. Da gab es sicherlich jetzt einige Personen, die sagen, mit denen war ich privat wahrscheinlich jetzt nicht wirklich befreundet. Aber es ist mir wichtig im Zuge auch für meine Kinder und auch, dass der Lehrer mit meinen Kindern arbeiten kann. Das ist ja wichtig, dass ich da den Kontakt halte. Ich sehe schon 11, wir müssen dir wieder mal einladen. Jetzt musst du mich mal aus dem Hand, das ist gleich nicht an. Also danke fürs Kommen. Das ist aber ganz lieb, danke. Das ist ein bisschen was. Vielen Dank, das ist ja voll nett. Ja, selbstverständlich. Dankeschön. Danke. Wo drucken die da? Oh, die sind so schön weiß. Toll. Danke. Ich wollte das jetzt auch so, oder? Ja. Der Mitte, oder? Der kommt ja. Genau, der kann man. Kommt da noch jemand? Ja. Warte, siehst du was? Ich so hin. Ah, tut mir leid. Ja, schneller. Was ist das? Ich bin jetzt aber nicht. Ah, ich glaube, es ist bei uns. Ich habe meine Aufgabe. Irgendwo drücken. Ah, irgendwo. Irgendwo. Ja, das ist heller bei dir. Welchen Finger ist wurscht, oder? Das war schon. Ist das? Mach's dann. Noch einmal. Meinst du wirklich irgendwo? Ja, er macht schon wurscht. Ja. Vielleicht braucht er einen Blitz. Er hat keinen Blitz. Es ist automatisch Blitz, also wenn ich nicht brauche, dann hat er. Achso, dann habe ich schon zwei drauf. Dann haben wir wahrscheinlich schon ganz viele gemacht. Jetzt recht. Also mehr Foto war es nicht mehr. So Verschwendung, oder? Danke. Digital. Dankeschön. Naja, das sind auch.
das war wirklich sehr interessant. Ja. Kann man viel? Viele Leute berichten mir nachher immer, die haben mir nichts Neues erzählt. Und das finde ich mal schön, oh ja, das kann man nicht vorstellen. Weil doch, sagen viele Leute, und ich bin ja gar nicht beleidigt, wenn es so ist, bei mir ist es auch so gegangen, weil man eigentlich das eh spürt. Ja, man weiß es. Man weiß es, ja, oder? Ja. Das ja. weiß man ja eigentlich. Ja, ja. Also ich erzähle ja nichts Neues, sondern ich erzähle es auf wissenschaftlicher Ebene. Instinktiv. Genau. Aber dass man es so erklärt. Genau, das ist so die andere Sprache, die Sprache der Wissenschaft. Aber eigentlich spürt man es in sich, dass es so ist. Ja, für mich war das Alpha meines Lebens, Alpha und Omega. Ja, genau. Das ist bei mir auch so gewesen, wie ich ausgedrückt habe. Weil ich bin so große konsequent, wenn das nicht passt. Ja, genau. Wenn ich als Kind zu früh in die Verantwortung komme, eigentlich eine Erwachsenenrolle zu haben. Das ist für Kinder sehr, sehr hart und auch später im Erwachsenenleben bleibt es oft ein Problem. Ja, und in der Ehe und dann genau. Die Kinder, dann ist das gut. Ja, das stimmt. Also das ist heute ein ganz großes Problem. So. Aber wenn ich schaue, ja, das ist ein Mann. Ich bin geschafft. Hat das geschafft?